gleichzeitig schmerzhafter Abschied von einer Struktur mit langen Traditionen oder von einem Inhalt, der über Jahre und Jahrzehnte für viele immens wichtig war. Wer sagt denn, dass das zu einem Zusammenbruch führen müsste? Ich sage ehrlich, dass ich ganz persönlich in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht habe, zu Aufbrüchen zu kommen, nicht immer, aber vor allem dann, wenn ich mit mir selbst und wenn ich mit anderen ehrlich umgegangen bin. Lange Wege sind das, wie bei uns jetzt. Aber wir sollten uns nicht aufhalten lassen durch Sorge und Schmerz und Angst vor dem, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wovor sollten wir uns eigentlich fürchten? Ganz ehrlich. Zweite Perspektive, Offenheit. Es stimmt, mit dieser Landesstellenplanung bleibt einiges offen. Reichen unsere Regelungen aus? Sind die Freiheiten groß genug oder sind sie vielleicht sogar zu groß? Stimmt das Zusammenspiel zwischen landeskirchlicher Ebene und Gemeinde? Passen die Regelungen für alle? Wird es uns überall gelingen, Zahlen und Inhalte, Stellenplanung und PUC klug miteinander zu verbinden? Und was passiert eigentlich, wenn Dinge nicht gelingen oder schieflaufen? Ja, vieles ist unsicher. Noch nicht zu allen Perspektiven der Landesstellenplanung sind die entsprechenden Modelle der Qualifikation von Mitarbeitenden, die entsprechenden inhaltlichen Entscheidungen in den Gremien und Dekanaten und Kirchengemeinden oder die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Fülle unserer Gesetzessammlungen beschlossen. Das geschieht alles parallel und läuft weiter in den kommenden Jahren. Und es ist offen, ob alles uns nutzen wird. Eine solche Offenheit kann aber extrem produktiv sein, wenn wir das Gelingende genauso wie das Misslingende miteinander teilen. Wenn wir nicht nur nach der Sicherheit verbindlicher Regelungen für alle suchen, sondern wenn es uns fasziniert und begeistert, dass unsere Kirche an ihren vielfältigen Orten unterschiedlich lebendig ist und ganz unterschiedliche Wege geht und das Faszinierende ist, trotzdem eine Kirche ist. Und dafür haben wir, ehrlich gesagt, ein stabiles, gutes Fundament. Work in progress, darin findet diese Offenheit ihren Ausdruck. Das ist eine Haltung, die für mich mit der Landesstellenplanung 2020 ganz eng verbunden ist. Mit dieser Haltung wird viel möglich sein, weil wir offen und ehrlich und neugierig miteinander unterwegs sind und uns davon erzählen. Und schließlich Vertrauen. Vertrauen kann unsere Kirche bei Menschen nur gewinnen, wenn sie selbst Vertrauen schenkt. Ich selbst kann nur strategisch nachdenken, Entscheidungen treffen oder jemand anderem den Vortritt lassen, wenn ich darauf vertraue, dass er oder sie alles tut und versucht. Wenn ich mein Vertrauen nicht zuerst abhängig mache vom Erfolg, sondern von der Art und Weise, wie wir alle mit Erfolg und auch mit Misserfolg umgehen. Vertrauen heißt dann, so viele Möglichkeiten, wie es nur geht, eröffnen und so viel Sicherheit bieten, wie es gerade braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lebendige, kreative Prozesse leben von diesem Vertrauen. Sicherlich sind geklärte Fahrpläne oder Regelungen oder Ordnungen wichtig. Aber das bleibt alles leer, wenn wir trotzdem aus einem Grundmisstrauen leben sollten, dass der andere, der Nachbar, die Dekanin, der Landeskirchenrat oder die Landessynode mich selbst in all diesem Ausprobieren dann doch am Ende nicht ernst nimmt oder nur den eigenen Vorteil suchen. Um es mit Bonhoeffer zu sagen, Gott gibt uns die Kraft, die wir für eine Aufgabe brauchen, genau in dem Moment, in dem wir diese Kraft brauchen, wenn wir uns diese Aufgabe stellen müssen. Ich kann mir nicht alles mit Regeln vorbereiten. Ich kann nicht alles wissen, was kommen wird, aber ich muss mich den Dingen stellen können und werde dann begleitet und getragen. Dafür braucht es gute Kommunikation
untereinander, wann immer möglich und immer mit Gottes gutem Geist. Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen. Diese drei Begriffe sind Haltung, Zumutung und Mutmacher zugleich. Mir sind sie in den letzten Monaten und in all diesen Jahren der Erstellung dieser Landesstellenplanung, gerade auch im Dialog, im offenen, gelingenden Dialog mit der Synode, immer wichtiger geworden. Sie sind bei allen einzelnen Details für mich der Geist, der auch durch diese Landesstellenplanung wehen muss und soll. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Ihr zustimmendes Vertrauen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberkirchenrat, vielen Dank für diese große Einbringung. Es wäre jetzt wieder anhaltender Applaus in der Synode hörbar gewesen, wenn wir nicht digital tagen würden. Wir haben es versucht, hier ein bisschen deutlich zu machen. Vielen Dank für dieses große Werk der Planung. Vielen Dank für diesen Brückenschlag in die Zukunft. Einen Pfeiler dieser Brücke haben wir 2019 mit dem Beschluss der Eckpunkte gesetzt gehabt, wo wir schon deutlich den Gestaltungsrahmen, den neuen Gestaltungsrahmen für Kirchengemeinden, dekanatsweiten Dienst und landesweiten Dienst beschlossen haben. Und jetzt gilt es, den zweiten Brückenpfeiler mit dem Beschluss dieser Landesstellenplanung zu ermöglichen. Wir kommen jetzt zu Rückfragen zu Ihrem Bericht, ehe wir diese Vorlage verweisen. Ich bitte um Handzeichen, um die gelbe Hand, wenn Sie sich zu Wort melden mögen. Bei uns ist es jetzt etwas schwierig, weil wir momentan keine Namen sehen, aber wir werden unterstützt, und das kann ich jetzt auch einmal hervorheben, durch unsere beiden Schriftführerinnen, die viel mehr machen als nur die Schriftführen. Vielen Dank an Conny Blendinger und Pia Heutling. Und Sie helfen uns jetzt soufflierend mit den Namensnennungen. Applaus für die beiden, von hier auf jeden Fall schon mal. Und die erste Namensnennung bitte, Conny. Christian Albrecht. Ja, Herr Professor Albrecht, bitte. Vielen Dank für den prominenten Applaus. Dann die nächste Wortmeldung ist von Christine Strattner. Ja, vielen Dank für das engagierte und werbende Einbringen des Landesstellenplans. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Wie und wann wird das Ergebnis unserer Verhandlungen und Beschlüsse dann in die Dekanatsbezirke und Stellen hineinkommuniziert und weitergegeben? Ich würde sagen, wir sammeln jetzt einige Fragen. Ich schaue noch mal zu Oberkirchenrat Reimers. Ich würde sagen, wir sammeln einige Fragen und Sie beantworten dann bitte portioniert. Die nächste Frage ist von Christiane Murne. Ja, lieber Herr Reimers, vielen Dank tatsächlich für Ihren Vortrag. Ich fand es einen sehr aufrechten Vortrag, einen sehr klaren Vortrag, der auch die Schwierigkeiten benannt hat und die Konflikte, die da entstehen, und nichts beschönigt hat. Dafür bin ich Ihnen überaus dankbar. Wir haben zwei Punkte an der Stelle, die wir miteinander bedenken müssen als Synode. Sie haben es angesprochen, als Kirche attraktive Arbeitgeberin zu sein. Ich kann Ihnen sagen, in meinem Dekanat gibt es im Moment niemanden mehr, der Theologie studiert, und es will auch niemand mehr Pfarrer oder Pfarrerin sein. Ich frage diejenigen, die nach beendigten Examen nicht Pfarrerin werden wollen, woran es denn liegt, nach 6 Jahren Studium diesen Beruf nicht ergreifen zu wollen. Und es hat ganz viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Und tatsächlich wäre meine Frage an den Personalreferenten: Wie gedenkt er denn dafür zu sorgen, dass die Kirche eine attraktive Arbeitgeberin für alle Berufe ist? Und da bin ich mir nicht sicher, ob unsere
aktuellen Diskussionen da hilfreich sind, weil sich dann Studierende der Theologie erst recht fragen, wozu soll ich 6 Jahre studieren, wenn nachher alle das Gleiche machen können, was ich 6 Jahre erarbeitet habe. Das Zweite, Sie haben geschrieben, wie schaffen wir es, mutiger durch die Zeit zu gehen? Ich möchte gerne mit Ihnen mutig in die Zeit gehen und ich glaube, es gibt auch viele Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Mir liegt daran, wie unterstützen wir denn unsere Berufsanfänger, dass sie mutig in diese Zeit gehen mit so einer dünnen Personaldecke und wie schaffen wir altersgerechte Arbeitsbedingungen, wo auch Menschen am Ende einer langen Berufstätigkeit noch gut gerne wohlbehalten arbeiten und vielleicht sogar darüber hinaus. Vielen Dank, Frau Murner. Das Wort hat jetzt Paula Tiggemann. Das Mikrofon bitte, Paula. Man hört dich nicht. Hört man mich jetzt? Ja. Alles klar. Als erstes möchte ich ganz kurz sagen, als eine, die nicht bei der Kirche arbeitet, kriege ich rückgemeldet, dass Kirche ein wahnsinnig guter Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ist. Das nehme ich von außen wahr, da gibt es sehr wohl sehr viel schlechtere Beispiele. Aber ich habe 2 ganz andere Punkte. Einmal möchte ich gerne wissen, es gab einen Prozess für Assistenz im Pfarramt. Und habe da mitbekommen, dass einige Gemeinden da sehr viel positive Erfahrungen mitgemacht haben und das gerade auch ein guter Lösungsweg wäre in Zeiten, in denen wir nicht mehr wissen, wie PfarrerInnen das alles schaffen sollen, wir nicht mehr genug PfarrerInnen haben oder andere Berufsgruppen, die unsere Stellen füllen können. Und da frage ich mich, warum diese potenziell möglichen Stellen nicht in diesem Landesstellenplan schon vorkommen. Da die Frage, an welcher Stelle und wann wird denn das mal angegangen? Ich möchte da nicht weitere 5 bis 10 Jahre warten, bis das umgesetzt wird, sondern ich glaube, gerade auch wenn wir uns anschauen, was die Ergebnisse aus dem Pfarrbildprozess waren, ist es höchste Zeit, dass wir da stärker schauen, wie können wir unser theologisches Personal an den Stellen entlasten, wo eine Assistenz im Pfarramt das übernehmen könnte und ihnen die Aufgaben geben, die eben keine andere Berufsgruppe übernehmen kann, wie zum Beispiel Seelsorge und Verkündigung. 2. Frage. Ich weiß nicht, ob das hier besser angebracht ist oder bei den Finanzen, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, das hier einzubringen. Vielleicht kann man da eine gemeinsame Antwort drauf finden. Ich bin sehr, ja, überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es nicht gut, dass wir jedes Mal wieder an der Synode einzelne Stellen als Anträge und als auf der Diskussion haben, wie jetzt zum Beispiel wieder Dachau oder auch rund um den grünen Gockel. Denn wenn wir da diskutieren, bin ich natürlich immer dafür und finde da sehr, sehr viele Vorteile. Ich möchte nicht jedes Mal wieder überrascht werden, dass plötzlich irgendwo eine Stelle gestrichen wird und man sich dann darum verkämpfen muss. Ich möchte, dass wir langfristiger schauen, welche Stellen und welche Themengebiete wollen wir denn bespielen und wie können wir da langfristig entscheiden, dieses Themenfeld wollen wir weiter bespielen, das andere nicht. Denn wenn wir dann 2 Entscheidungen gegenüberstehen haben oder noch viel mehr, ist es sehr viel schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen möchte ich gern stärker, dass wir da als Landessynode und Landeskirchenamt gemeinsam strategischer und nicht nur operative Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, mein erster Gedanke war, ob es nicht möglich ist, einen gemischten Ausschuss zur Begleitung der mittelfristigen Planung und Strategie einzusetzen. Das wäre für mich sehr von Vorteil, da wir dann gemeinsam auf dem Weg sind und man nicht auch das Gefühl hat, man kann nicht jede Entscheidung in Abteilungen jetzt in die Synode mit reintragen, aber ich möchte schon, dass wir gemeinsam Schwerpunkte setzen können und nicht jedes Mal wieder neu diskutieren. Vielen Dank. Jetzt Steffi Schardin, bitte. Ja, vielen Dank. Lieber Herr Reimers, das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe, die Sie da vor sich haben. Man sieht es auch an den großen Begriffen, Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen, die ganz großen Begriffe hören wir jetzt hier. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Paula Tiggemann. Und zwar haben Sie ja sehr klar diese 2 unterschiedlichen Systematiken dargestellt, nach denen der landesweite Dienst und dann Dekanate und Gemeinden arbeiten. Und da wäre meine Frage, die nach der Kriteriologie für die
Einrichtung oder auch die Streichung von Stellen. Wir haben sehr handfeste 3-Punkte-Kriterien bei Dekanaten und bei Gemeinden. Das kann man für sich diskutieren und auch schlecht finden oder gut finden, ob dieses Function follows Form, was wir normalerweise beim Design nicht haben, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber das sind handfeste Kriterien, mit denen kann man arbeiten. Und eine vergleichbare Konzeption oder Strategie oder auch Priorisierung fehlt mir als Synodale zumindest der Einblick da rein. Ob wir da jetzt selber darüber entscheiden müssen, ist ja die Frage. Aber mich würde zumindest interessieren, wonach sollen, müssen die Abteilungen arbeiten? Ist es auch eine Bedarfsorientierung? Oder ist das, wie Sie am Anfang sagten, die Unterstützung, Zuarbeitung für die Gemeinden und Dekanate? Geht es um die Genese? Wer schon lange da war, bleibt. Oder, also ich habe wirklich keinen Einblick, und das sage ich gerade auch vor dem Hintergrund dieser hochemotionalen E-Mails, die mich auch erreicht haben. Grüner Gockel, Notfallseelsorge, Dachau. Und wir diskutieren, wie es Paula sagte, über sehr wenige Stellen, sehr intensiv. Und das, obwohl wir eigentlich überhaupt keinen Einblick haben. Was ist das Konzept? Soll es die geben, soll es die nicht geben? Braucht es Abteilungen, die ganz andere Stellen stärken müssten und so weiter? Und da fühle ich mich also einerseits überfordert und andererseits denke ich auch, warum, wir können ja gar nichts dazu sagen, weil wir gar nicht wissen, wie das funktionieren soll. Und insofern, wenn wir sehen, wie krasse Entscheidungen wir auf der Ebene der Dekanate und Gemeinden befürworten sollen, fände ich es gut, wenn wir auch in irgendeiner Weise eine ähnliche Kriteriologie für den landesweiten Dienst an die Hand bekämen. Danke. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und gehen danach erst in der Reihenfolge weiter, damit dann das nicht zu umfangreich wird in dem Volumen der Antworten. Also fangen wir, vielen Dank für die Rückfragen. Wir sind mit in den Themen drin, die uns beschäftigen. Ich fange für mich mit der einfachsten Frage an, von Frau Strattner. Wann sind eigentlich die Fakten dann in den Dekanatsbezirken vorhanden? Das wird bis Mai passieren. Wir müssen natürlich nach dieser Synode und nach den entsprechenden Entscheidungen auch in der Abteilung richtig ins Arbeiten kommen und das alles entsprechend aufarbeiten, aber wir wollen das bis Mai überall haben. Dann die wirklich große Frage, wie können wir als ELKB im Blick auf die Zukunft eine attraktive Arbeitgeberin sein? Und ich will doch deutlich machen, wir haben tatsächlich völlig unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt Menschen, die sagen, in einer solchen Kirche kann und will ich nicht arbeiten, und andere, die bewusst jetzt kommen und sagen, das ist für mich der Moment, in dieser Kirche zu arbeiten. Die Attraktivität hat zunächst mal nicht nur etwas mit Gehalt, Dienstwohnungen und ähnlichen Dingen zu tun, sondern ich glaube, die Attraktivität als Arbeitgeberin hat ganz viel damit zu tun, dass ich das, was ich an Kompetenz und Überzeugung mitbringe, in dieser Kirche auch einbringen kann und damit gestalten kann. Das hat als zweiter Punkt auch damit zu tun, ob es Arbeitsbedingungen gibt, in denen mir das auch möglich gemacht wird. Und deshalb glaube ich, ist zum Beispiel ein solcher Prozess wie der Prozess des Miteinander der Berufsgruppen ein entscheidend wichtiger Prozess, weil er die unterschiedlichen Berufsgruppen mit ihren jeweiligen Kompetenzen zunächst mal nach vorne spielt, dass wir in diesem Miteinander auch darum ringen müssen, was sind denn die unterschiedlichen Möglichkeiten und Wege, die da zur Verfügung stehen, gehört auch mit dazu. Das sind Dinge, die wir völlig neu in ein Lot hineinbringen, und sie hängen natürlich auch damit zusammen, dass sich Aufgaben und Perspektiven für uns verändern. Ich denke, dass der Hauptkern von Attraktivität von Kirche darin liegt, dass mir Möglichkeiten geboten werden, mit dem, was ich verwirklichen will, mich auch einsetzen zu können. Und die Landesstellenplanung im Zusammenhang mit den anderen Prozessen sorgt mit dafür, zum Beispiel über 20-prozentige berufsgruppenübergreifende Ausschreibungen als Möglichkeit, flexibler in der Zusammensetzung von Teams zu werden vor Ort und dadurch auch flexibler die Möglichkeiten unterschiedlicher Berufsgruppen einzusetzen. Wir sind an vielen Stellen dran. Wir verändern im Moment das Vikariat in einem intensiven Prozess zusammen mit den Vikarinnen und Vikaren, mit den Mentoren, mit dem Team vom Predigerseminar, mit Kirchenleitung, mit Beteiligung unterschiedlichster, um zu schauen, wie können wir denn aus dieser Ausbildungsphase einen Schritt machen, der
wahrnimmt, dass Vikarinnen und Vikare nicht nur Lernende sind, sondern mit ganz vielen Kompetenzen kommen und diese Kompetenzen schon während des Vikariats mit einbringen, also ein Zusammenspiel von Lernen und sich gegenseitig lehren mit dem, was man schon mitgebracht hat. Viele derer, die da neu beginnen, sind älter, als wir das früher kannten, weil alle direkt nach der Schule und dem Studium kamen. Jetzt kommen Menschen mit anderen Berufserfahrungen. Wir müssen diese Strukturen verändern und allein so etwas bringt Veränderungsprozesse auch in Motivation hinein, dort mitzutun. Wir werden uns an viele weitere Fragen der Gestaltung gerade bei den Pfarrerinnen und Pfarrern dran machen müssen. Wenn wir in Regionen denken, müssen wir nicht auch Präsenz- oder Residenzpflicht stärker in Regionen denken? Was hat das für Auswirkungen auf Dienstwohnungsverpflichtungen oder Möglichkeiten? Wir sind intensiv daran, auch das Leben als Pfarrerinnen und Pfarrer, ich rede mal jetzt hier spezifisch für diese Berufsgruppe, familiengerechter zu gestalten und dafür Möglichkeiten zu finden. Das ist gar nicht so einfach, weil wir in Strukturen stecken, in denen das eben nicht ganz einfach ist. Und wir müssen versuchen, mit dem, was wir anbieten, auch im Vergleich zu anderen Angeboten, zum Beispiel des Berufs des Ehepartners, der Ehepartnerin, mithalten zu können und Gestaltungswege zu gehen. Wir sind an diesen Punkten dran und arbeiten parallel dazu. Das alles hat mit Attraktivität von Arbeit in Kirche zu tun. Aber ganz ehrlich gesagt, und das ist für uns ein großes Thema, das habe ich auch in einem Zoom gemerkt, wo über 700 Mitarbeitende unserer Kirche sich ins Gespräch mit dem Landeskirchenrat hineinbegeben haben. Die Frage, wie können wir als Landeskirche tatsächlich eine Arbeitgeberin sein, die Perspektiven in die Zukunft hinein öffnet und auch in schwierigen Zeiten sagt, hey, das ist für uns der Moment, jetzt aufzubrechen, Dinge auszuprobieren, Erprobungen anzubieten, zu sagen, das, was dich überzeugt, das probier doch bitte in deinem Rahmen aus. Das ist eine entscheidende Frage, um Menschen für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern zu faszinieren und zu gewinnen. Wenn dann dazu selbstverständlich gehört sichere Arbeitsplätze und klare, geklärte Rahmenbedingungen, dann ist das ganz wichtig. Wie kann denn das aussehen, dass wir auf landesweiter Ebene, ich habe es ja angedeutet, intensiv im Gespräch sind darüber, wie dann konkrete Entscheidungen fallen? Ich glaube, dass es eine gute und richtige Regelung ist, dass wir zwischen Synode und Landeskirchenrat unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben, dass wir aber in der Kommunikation über konkrete Fragestellungen, bevor Entscheidungen getroffen werden, gute und intensive Wege finden müssen. Das haben wir in dieser Landesstellenplanung wirklich andauernd getan, intensiv getan, in unterschiedlichsten Gremien, wo nicht nur Synode und Landeskirchenrat vertreten waren oder die Abteilung des Landeskirchenamtes, sondern die Betroffenen beteiligt waren, diejenigen, die am Schluss mit bestimmten Regelungen leben und arbeiten müssen. Es ist nicht ganz einfach, in Situationen oder in Strukturen wie unseren alles immer punktgenau miteinander zu verbinden. Aber ich finde die Überlegungen, die auch Frau Tiggemann gesagt hat, eine strategische Kommunikation intensiver gestalten, gerade in Zeiten, wo wir schmerzhafte Einschnitte machen müssen, ist es wichtig, dass wir als Kirchenleitung miteinander auch gut dahinter stehen können. Da ist bestimmt vieles noch möglich an sage ich mal, auch Ausschussarbeit oder Verknüpfungen, die inhaltlich dann noch mal enger sind, an den Stellen, wo es wirklich an Entscheidungen geht. Ich glaube, da sind wir frei, auch über Dinge nachzudenken für die kommenden Jahre, wie das aussehen kann. Warum ist das eigentlich so, dass wir bisher an vielen Stellen noch nicht zu genug Entlastungen für die gestaltenden, die inhaltlich gestaltenden Berufsgruppen gekommen sind, im Vergleich zu den Verwaltungsaufgaben, die zum Beispiel Pfarramtsführungen übernehmen müssen, wenn es um Trägerschaft von Kindertagesstätten, um Finanzfragen, was weiß ich, alles gehen muss. Ich glaube, wir kommen noch aus einer Struktur heraus, wo ganz viele Bereiche, Gemeinden, Dekanatsbezirke,
sogar Abteilungen im Landeskirchenamt sehr stark für sich selber denken und es bei uns noch nicht eingespielt ist, zu sagen, wir denken die Dinge in Kooperation. Häufig ist es so, dass eine Gemeinde, die bei der Nachbargemeinde sieht, die machen das ja toll, sagt, das möchten wir auch so machen, statt zu sagen, lasst uns uns zusammentun und das gemeinsam tun, damit wir mit einer großen Stärke gemeinsam auftreten können. Und genauso kann es auch im Bereich Pfarramtsführung oder Verwaltung sein. Ich werde bei der Einbringung des Erprobungsgesetzes dazu gleich auch noch mal etwas sagen. Aber ich glaube, das kooperative Denken und das Denken darin, dass wir tatsächlich nicht anders können, als uns klar zu entscheiden, welche Themen spielen wir mit aller Kraft und welche Themen werden wir in Zukunft auch nicht mehr mit aller Kraft spielen, weil wir diese Kraft nicht zur Verfügung haben. Das muss unbedingt passieren und diese Schritte gehören zusammen. Und da ist das Thema Assistenz im Pfarramt, das ja durch die Abteilung vor allem vorangebracht wird, ein entscheidendes Thema, da voranzukommen. Aber auch die Frage, wie lösen wir denn das Thema Pfarramtsführung? Auch dazu werden wir unterschiedliche Perspektiven anbieten. Also, ich lasse es mal dabei in der Beantwortung. Man könnte an verschiedenen Stellen noch mehr ins Konkrete hineingehen, aber ich glaube, da müsste man auch miteinander noch mal intensiv ins Gespräch kommen. Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf Markus Ambrosi. Wir haben ja das Privileg, Oberkirchenrat Reimers live zu erleben mit einem ganzen Strauß von Erläuterungen. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das als Mitschnitt haben könnten. Ich stelle mir vor der Dekanatssynode, wo ich das alles erklären soll. Und das geht gar nicht. Ich fände es große Klasse, wenn wir das als Mitschnitt haben können. Denn wenn dann die Zahlen präsentiert werden, werden viele Nachfragen kommen. Das ist nun mal so. Und dann fände ich es toll, wenn man den zuständigen Oberkirchenrat einfach live erleben könnte, diesen ganzen Strauß haben könnte. Das wäre meine große Bitte. Und ich glaube, da sagen ein paar Kollegen auch Ja dazu. Danke. Vielen Dank. Ich gebe das weiter an das Social-Media-Team, beziehungsweise die hören diesen Wunsch ja jetzt auch mit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das möglich ist. Ich rufe jetzt auf Daniela Schmidt. Sehr geehrter Oberkirchenrat Reimers, liebe hier digital versammelte Mitglieder der Kirchenleitung. Ich möchte an der Stelle noch zwei Anfragen aus dem Erprobungsdekanat selbst noch mal stark machen. Das eine betrifft noch mal die Kindertagesstätten. Sie, Herr Oberkirchenrat Reimers, waren schon darauf eingegangen. Die Kindertagesstätten sind ja doch auch eine wichtige Aufgabe im Sozialraum, die unsere Kirche an verschiedenen Orten auch sehr intensiv wahrnimmt, unsere Kirchengemeinden. Jetzt sind in der Vergangenheit Wege zur Abgabe von Verwaltung und Trägerschaft geöffnet worden. Sie hat auch darauf hingewiesen, dass es jetzt eine freie Entscheidung der Kirchengemeinden ist, wie sie sich da entscheiden und Schwerpunkte setzen. Das heißt aber auch, viele Gemeinden und Dekanate stehen jetzt erst vor diesen Umstrukturierungsprozessen. Und es wäre mein Anliegen, da die Beratungs- und Begleitungsangebote der Landeskirche im Bereich auf Verwaltung und Rechtsformen in den Blick zu nehmen und vielleicht auch die Stellen, die zur Beratung, zur Umsetzung der Landesstellenplanung da geschaffen wurden, auch wirklich nochmal darauf hinzuprüfen, da wirklich einen Schwerpunkt zu haben und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass die Gemeinden jetzt gerade im Blick auf die inhaltliche und konzeptionelle Gestaltung im Sinne der Puck-Lehr-Wuckig doch auch schon selbstständig auf einem guten Weg sind. Vielen Dank. Entschuldigung. Das Zeitlich hätte ich noch einen kurzen Moment. Natürlich, in jedem Fall. Genau, die Frage wäre noch, PUC und Landesstellenplanung zusammenzudenken und alles jetzt wirklich von dem PUC-Geist durchdringen zu lassen. Da wäre jetzt noch die Frage oder mein Anliegen wirklich als neues Mitglied der Synode, diese ganzen unterschiedlichen Prozesse, die damit reinspielen und die immer wieder auftauchen, nochmal zusammen als Übersicht zu sehen und auch die Ergebnisse oder Zwischenergebnisse, die jetzt da für die Landesstellenplanung handlungsleitend waren, nochmal zu hören. Nachhaken noch bei unserem Hinweis als Erprobungsdekanat, dass die Schaffung von Anreizen zur Besetzung vakanter Stellen in Randregionen eventuell notwendig sein wird, ob es da Überlegungen dazu gibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und Verzeihung für die
vorzeitige Unterbrechung. Wir haben jetzt gerade von unserem Livestream-Regie-Team die Mitteilung bekommen. Der Mitschnitt ist möglich, Herr Ambrosi. Der Stream auf YouTube ist dort auf Bayern Evangelisch heute Abend auch schon online und die Sprungmarken folgen dann. Vielen Dank an das Team, vielen Dank an Christoph Breit und alle, die nicht hier im Raum, aber quasi nebenan arbeiten. Eine Frage ist hier im Chat formuliert, die möchte ich gerne vorlesen, von Matthias Jena. Stefan Reimers redet leider nur über die Pfarrer. Es gibt doch andere Berufsgruppen in unserer Kirche, auch Diakone studieren 6 Jahre, erhalten aber nur einen Bruchteil eines Pfarrergehaltes. Diakone erhalten zumindest zum Beginn ihrer Tätigkeit ein Gehalt, von dem man in den Ballungszentren nicht leben kann. Ich bitte, das mit aufzunehmen für einen Kommentar und eine Beantwortung. Und ich rufe jetzt auf Michael Bamessel. Ja, ich habe 2 Fragen. Zum einen, lieber Herr Reimers, Sie haben ja schon gesagt, dass wir 10% stehen, kürzen aber eigentlich 12% Verlust haben an Mitgliedern und haben angekündigt, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr rasch weiteres Personal verlieren werden. Und meine Frage ist, sind wir mit der Landesstellenplanung nicht schon hinter dem Zeitablauf, den wir brauchen? Da werden wir dann Stellen festlegen, die dann ohnehin nicht mehr besetzbar sind. Dann haben wir vielleicht mühsam auf der Kanatsebene Konzepte entwickelt für einen Stellenplan und können die Stellen dann gar nicht mehr besetzen, weil die Leute nicht mehr da sind. Das erzeugt dann sehr viel Frust bei den beteiligten Gemeinden. Also sind wir im Grunde genommen nicht schon hinter dem Zeitplan? Das war meine erste Frage. Und die zweite schließt an Voten von Vorgängerinnen, die sich hier schon geäußert haben. Sie haben, Herr Reimers, gesagt, wir brauchen eine geklärte, transparente Systematik, auch im landesweiten Dienst. Und es ist vorhin, glaube ich, auch in Ihrer Antwort schon deutlich geworden, dass wir eigentlich nach dieser geklärten, transparenten Systematik erst noch suchen. In der Beschlussvorlage steht da nämlich nichts drin, außer dass über Budgets gesteuert wird. Die Budgetsteuerung war damals deswegen auch beschlossen worden, weil man im landesweiten Dienst oft einen Zusammenhang zwischen den finanziellen Verhältnissen und den Stellen hat. Das fließt zum Teil ineinander und schafft mehr Beweglichkeit. Das ist auch gut so. Aber im landesweiten Dienst sind viele Stellen, die ganz bewusste Entscheidungen der Synode waren in der Vergangenheit, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, zum Beispiel Jugendkirchen oder christlich-jüdischer Dialog und so weiter. Und es kann jetzt nicht sein, dass im Rückgang bei diesen Stellen die Landessynode eigentlich nicht in einem geklärten Verfahren explizit einbezogen ist, sondern dass das die Abteilungen dann machen. Das passt nicht zur Entstehung, es passt auch nicht zum Miteinander von synodalen Gremien und der operativen Ebene. Ich glaube, hier brauchen wir wirklich eine Festlegung, wie dieser Prozess aussehen soll. Und natürlich Vertrauen, Kommunikation und so weiter, die Leitworte, die Sie genannt haben, die sind natürlich richtig, aber dazu braucht es auch ein geklärtes Verfahren. Und das scheint bisher noch nicht erarbeitet zu sein. Vielen Dank. Das passt auch zu dem Nachhaken im Chat von Schwester Nicole Grochowina, die auch vermisst, dass die Frage von Steffi Schardin ausführlich beantwortet ist. Ich nehme jetzt noch Ingrid Kasper dran und dann würden wir wieder einen Schnitt machen. Liebe Konsynodale, sehr geehrter Herr Oberkirchenrat, mit Ihrem Plädoyer auf das gegenseitige Vertrauen haben Sie mir besonders aus der Seele gesprochen. Für die hauptamtliche Kirchenmusik gab es in der letzten Landesstellenplan einen eigenen Plan. Also wir waren nicht mit den anderen Berufsgruppen vereint, sondern wurden in einem eigenen Plan gekürzt. Und ich erinnere mich noch gut, als im Kantorenkonvent in Rothenburg ob der Tauber von Seiten der Synode schon gesagt wurde, in der nächsten Landesstellenplanung wird die Berufsgruppe der hauptamtlichen Kantoren nicht gekürzt. Und zwar aus dem Grund, weil diese empfindlichen Kürzungen damals schon dazu geführt haben, dass man bei weiteren Kürzungen befürchtet hat, dass die flächendeckende hauptamtliche Kirchenmusik nicht mehr gewährleistet sein kann und damit auch der kirchenmusikalische Nachwuchs nicht mehr durch die hauptamtlichen Kantoren betreut werden kann. Das hat dann ganz folgerichtig zu diesem Beschluss geführt, ist der Vorlage 7, eben in der Herbsttagung 2019, die ich hier auch hier vorliegen habe, also dass es eben bei den Kirchenmusiker, bei den hauptamtlichen Kantorenstellen zu keinen Kürzungen kommen soll. Und das sind auch 3 Punkte noch genannt.
Zum einen die eben zu kleine Stellenzahl mit 104 Stellen in der Bayerischen Landeskirche. Zum Zweiten, bei einer weiteren Kürzung ist die Versorgung in der Fläche in Gefahr. Und zum Dritten sollen 4 zusätzliche Stellen geschaffen werden für flexiblere Stellenwechsel, eben 2 Vakanzstellen und 2 Stellen für die besonderen Einsätze. Jetzt sind wir sind die hauptamtlichen Kantoren in dieser Landesstellenplanung sinnigerweise wegen der beiden Prozesse PUC und Miteinander der Berufsgruppen in einer Landesstellenplanung. Und unter dem Strich wird in der Landesstellenplanung in 2 Punkten dem Beschluss der Landessynode gerecht, nämlich die Stellen dürfen nicht gekürzt werden und die Schaffung von 4 weiteren Stellen. Das ist in der Landesstellenplanung jetzt so berücksichtigt. Jetzt möchte ich aber doch den Blick auf die einzelnen Dekanate lenken, die in der Umsetzung betraut sind. Hier kommt jetzt vor allem wegen Rundungen auf halbe und ganze Stellen in 31 Dekanaten zu Zugewinnen oder Verlusten, davon in 11 Dekanaten sogar zu ganz empfindlichen Kürzungen in den Richtwerten für die Kantonsstellen. Jetzt möchte ich vor allem den Blick auf die Dekanate richten, wo jetzt im Moment nur eine halbe Stelle für hauptamtliche Kirchenmusik steht. Da sehe ich den Beschluss der Synode von 2019, nämlich die Versorgung der Fläche, nicht gegeben an. Jetzt ein pessimistisches Bild. Wenn es auf der mittleren Ebene die Zugewinne, die Verluste nicht ausgeglichen werden können, und vielleicht sogar die Zugewinne in den anderen Dekanaten berufsübergreifend besetzt werden, kann es zu einer Kürzung der kirchenmusikalischen Stellen kommen. Und jetzt ist, was meinem Wesen mehr entspricht, die optimistische Variante, es können die Verluste ausgeglichen werden und die Zugewinne werden kirchenkreisübergreifend für hauptamtliche Kirchenmusik eingesetzt. Meine Frage noch. Entschuldigung, ist der Beschluss der Landessynode von 2019 nur für die Planung oder auch in der Umsetzung bindend? Vielen Dank. Ich bitte jetzt Oberkirchenrat Reimers für die Beantwortung. Ja, vielen Dank für die vielen Themen, die Sie mir zur Beantwortung mitgeben. Zunächst, was das Thema Kindertagesstättenträgerschaft betrifft, selbstverständlich muss es dafür Beratung und Begleitung geben, gibt es auch, sowohl im Blick auf die Komplementärberatung als auch im Blick auf das, was der Kindertagesstättenverband dazu beitragen kann, ist eine ganze Menge an Möglichkeiten angeboten, um sich in Kirchengemeinden oder Dekanatsbezirken beraten und begleiten zu lassen. Und sollte es da mehr brauchen, können wir jederzeit Rückmeldungen dazu bekommen und dann darauf auch reagieren. Aber ich glaube, da ist eine Menge an Know-how im Raum, um, wenn man sich auf den Weg macht, das tatsächlich zu verändern, weil man möchte, dass die eigenen theologisch und theologisch-pädagogischen Mitarbeitenden sich nicht mit juristischen, finanziellen oder sonstigen Fragen der Trägerschaft beschäftigen, weil man das lösen möchte. Ich glaube, da ist viel im Angebot. Sollte es mehr brauchen, müssen wir selbstverständlich immer reagieren können, mithilfe der Landessynode, die dann die entsprechenden Stellenumfänge uns auch zur Verfügung stellen muss. Denn selbstverständlich braucht es in Umstellungsprozessen auch entsprechende Begleitung. Das ist klar. Wie gesagt, es gibt viel Know-how dafür. Ich werde jetzt nicht zu der ganzen Prozesslandschaft etwas sagen, die vor Augen steht. Das war auch der Versuch, am Ausschusstag mit der Einführung zu all den verschiedenen Prozessen eine Verknüpfung auch herzustellen. Das können wir sicherlich an bestimmten Punkten noch mal vertiefen. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass keiner der Prozesse, auch die Landesstellenplanung nicht, ohne die Zusammenarbeit und das Ineinandergreifen der anderen Prozesse gelingen kann. Das ist im Verwaltungsbereich genauso wie im Finanzbereich oder im Blick auf das Miteinander der Berufsgruppen. Natürlich ist das eng miteinander verknüpft, ohne dass ich es jetzt noch mal im Detail verknüpfe.
Die Prozessverantwortlichen treffen sich regelmäßig, um miteinander den Stand der Dinge auszutauschen und darüber nachzudenken, wie man jetzt auf die Ergebnisse des einen Prozesses im nächsten wieder reagieren kann. Also da ist eine intensive Kommunikation auch mit dem PUC-Büro zusammen, die da läuft. Das Thema, wie wir Randgebiete unserer Landeskirche füllen können und attraktiv machen können für Mitarbeitende unterschiedlichster Berufsgruppen im Übrigen, ist ein Thema, das wir gemeinsam angehen müssen. Das ist nicht mit einer Landesstellenplanung allein zu lösen, wie übrigens viele der Themen, die Sie ansprechen, zunächst nicht in erster Linie Dinge sind, die eine Landesstellenplanung lösen kann, sondern die Landesstellenplanung gibt im Grunde die Rahmenbedingungen dafür vor, wie dann die konkreten Lösungen für viele Probleme erarbeitet werden können und aussehen müssen. Aber bitte überfordern Sie die Landesstellenplanung nicht unter der Perspektive, dass alle Probleme dort gelöst werden könnten. Reimers redet nur über Pfarrer. Da würde ich an dieser Stelle jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich höre mich selber nicht so, aber ich nehme das natürlich als einen Kritikpunkt auf. Ich versuche eigentlich die ganze Zeit, die Landesstellenplanung in der Perspektive berufsgruppenübergreifender Zusammenarbeit, in der Perspektive multidisziplinärer Teams zu verstehen. Ich glaube, dass unsere Zukunft in der Gestaltung von Arbeit in unserer Landeskirche tatsächlich in einem gelingenden Zusammenspiel unterschiedlichster Qualifikationen und unterschiedlichster Menschen mit ganz verschiedenen Ausbildungen gelingen kann. Ich glaube, dass das auch dann gelingen kann, wenn es uns mit dem Prozess miteinander der Berufsgruppen, der mitten im Laufen ist, gelingt, die Gespräche innerhalb der Berufsgruppen gut zu führen und zu einem, sage ich mal, von Anfang an Vertrauensverhältnis zu kommen. Wir müssen deshalb auch in der Ausbildung und in den Studienphasen die Verknüpfung von Anfang an grundlegen zwischen den unterschiedlichen Professionen, damit es am Schluss nicht, wenn man in die konkrete Arbeit hineinkommt, ein Erstaunen gibt, welche Berufsgruppen da denn noch alle sind, von denen man vorher überhaupt gar nichts gehört hat oder noch gar keinen Kontakt hatte. Die Frage, wie entwickeln wir miteinander Kirche, muss schon in Studium und Ausbildung eine berufsgruppenübergreifende Frage sein, um auch miteinander auf unterschiedliche Perspektiven zu kommen. Wenn ich jetzt das Thema unterschiedlicher Gehalts- und Besoldungsstufen eröffne, dann ist der Nachmittag ganz schnell vorbei. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Natürlich haben wir eine Systematik, in der unterschiedliche Gehälter bezahlt werden. Über dieses Thema müssten wir an anderer Stelle noch mal weiterreden. Auch das ist nicht ein Thema der Landesstellenplanung. Sind wir eigentlich mit der Landesstellenplanung hinter den Zeitabläufen hinterher? Das ist eine gute Frage und im Grunde kann man sie mit Ja beantworten. Denn wir reagieren auf die Veränderungen der vergangenen 10 Jahre. Deshalb würde ich sagen, ja. Ich sage aber Nein dazu, weil wir auf der anderen Seite ganz klar eine Perspektive haben, in der wir versuchen, Möglichkeiten der Gestaltung zu eröffnen, um jetzt für die kommenden 5, 10, 15 Jahre zu denken und zu planen. Ich kann mir das nur vorstellen unter der Perspektive, so viele Freiräume und Gestaltungsperspektiven vor Ort einzurichten. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, da sind wir nicht hinterher. Wir beziehen uns auf Zahlen, die bisher sich entwickelt haben. Wir beziehen uns natürlich auch auf Perspektiven von Zahlen, die sich weiterentwickeln werden. Aber wir nehmen in das Ganze hinein Strukturierungsansätze, die uns mehr Freiheit in der Gestaltung geben. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Entwurf in diesem gemeinsamen Sehen, der das eine mit dem anderen gut verbindet. Und ja, ich würde auch sagen, wenn wir jetzt anfangen, nur bis 2025 zu denken, dann können wir darin die konkreten Schritte gehen und die sollten wir auch gehen. Und gleichzeitig ist es klug zu wissen, dass auch über 2025 hinaus Veränderungsprozesse stattfinden werden müssen.
dass es uns als evangelisch-lutherische Kirche in Bayern nicht anders geht als den anderen Landeskirchen in der EKD, die alle mit ähnlichen Zahlen und Veränderungsperspektiven rechnen müssen und wo überall nachgedacht wird, wie können denn dazu konkrete Schritte aussehen. Und wenn ich dann klug meine Planung auf allen Ebenen nicht nur bis 25 laufen lasse, sondern schon die Wahrscheinlichkeit weiterer Schritte darüber hinaus mit einbeziehe, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und jetzt will ich noch mal deutlich machen, was ich vorhin meinte zu einer transparenten Systematik. Ich glaube, dass wir eigentlich eine sehr geklärte Systematik, sage ich mal, von Zuständigkeiten, von Rahmenbedingungen, von Zusammenarbeit zwischen Landessynode und Landeskirchenrat zum Beispiel haben. Es ist sinnvoll, dass es in diesem Rahmen unterschiedliche Aufgaben und Zuständigkeiten gibt. Und es ist sinnvoll, damit der Landeskirchenrat zum Beispiel seine Entscheidungen treffen kann, im Rahmen seines Organisationsrechts, im Rahmen der konkreten inhaltlichen Arbeit in Abteilungen und abteilungsübergreifend, dass wir vor diesen Entscheidungen intensiven Austausch mit der Landessynode gehabt haben, um zu wissen, welche verschiedenen Perspektiven kommen da rein. Deshalb gibt es unterschiedliche Ausschüsse, so verstehe ich es in der Synode. Wir haben Handlungsfeldkonferenzen, wir haben ganz viele Begegnungen, auch in Prozessen, die wir miteinander entwickeln, wo nicht nur Synode und Landeskirchenrat zusammenkommen, sondern viele Beteiligte und Betroffene auch. Möglicherweise müssen wir an bestimmten Stellen, auch unter der Perspektive, es wird um Kürzungen gehen in den kommenden Jahren, nochmal Schritte vertiefen in der Kommunikation. Aber ich finde, wir haben ein gut geklärtes System, in dem wir unsere Kommunikation auch gut leben können. Und dazu gehört es auch, dass wir uns möglichst miteinander verständigen auf ein Thema Erprobung, Evaluation, Diskussion, auch wenn einmal Entscheidungen getroffen waren, nicht nur vorher zu diskutieren, sondern offen und transparent auch danach zu gucken, hat denn das geklappt oder nicht? Und genau dieser Schritt bedeutet, dass es keine Entscheidungen oder Entwicklungen gibt, die irgendwann beschlossen und damit aus einer Diskussion rausgenommen wären. Und das finde ich den wichtigen Schritt. Zur Kirchenmusik. Mir ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Grundregelung haben, die möglichst für alle Berufsgruppen gilt. Und einen Rahmen, in dem wir einheitlich denken und rechnen können. Es ist auch wichtig, dass wir das Thema berufsgruppenübergreifende Einsätze auch mit der Kirchenmusik spielen können. Und das bedeutet für mich zunächst mal von der Chance her zu denken, dass es Dekanatsbezirke geben wird, die sagen, wir haben Stellenanteile frei, die wir bewusst über den eigentlichen Rahmen hinweg mit Kirchenmusik besetzen wollen. Ich hätte überhaupt nicht die Sorge, dass es für die Kirchenmusik zu Kürzungen kommt, wenn wir landesweit denken. Es wird möglicherweise an der einen oder anderen Stelle weniger Kirchenmusik geben als bisher und es wird an anderen Stellen weit mehr geben, weil uns allen bewusst ist, dass Kirchenmusik für uns ein Kerneinstiegstor zur Begegnung und zum Leben mit Menschen ist. Deshalb gehe ich an diese Dinge von der positiven Perspektive aus und von den Chancen aus. Und dann wird es in der Fläche auch, davon bin ich fest überzeugt, wird es in der Fläche auch eine gute Versorgung mit Kirchenmusik weiterhin geben. Und auch hier noch einmal, vertrauen Sie bitte doch dem Grundgedanken der Erprobung und dem Grundgedanken, dass wir Entscheidungen, die wir treffen, auch noch mal überarbeiten können. Und so würde ich auch an dieses Thema rangehen. Vielen Dank. Wir haben jetzt 16.30 Uhr und es ist eine Pause angesetzt. Gleichzeitig haben wir noch, jetzt sind es sogar noch zwei mehr, 9 Wortmeldungen. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause bis 16.45 Uhr. Dann rufe ich noch diese 9 Wortmeldungen auf. Ich bitte aber schon alle, sich kurz zu halten und schließe hiermit die Rednerliste. Wir gehen jetzt in die Pause. 16.45 Uhr treffen wir uns hier wieder und dann bitte ich um zügiges Fragenstellen.
Sie haben es gehört, 15 Minuten Pause nach einer sehr interessanten Einbringung durch Oberkirchenrat Stefan Reimers, die Landesstellenplanung, die uns ja in der Umsetzung sicher noch eine ganze Zeit lang beschäftigen wird. In Grundzügen schon mal erklärt. Alles Weitere finden Sie auch bei uns in den jeweiligen Kanälen auf der Unterseite landessynode.bayern-evangelisch.de oder bei uns in Social Media. Eine Viertelstunde Pause, 18.45 Uhr, wie die Präsidentin gesagt hat, geht es weiter.
den Beratungen fort. Wir haben noch 10 Wortmeldungen. Mir ist wichtig, dass alle zu Wort kommen. Aber ich bitte, dass sich alle diszipliniert an maximal 3 Minuten halten, wenn es geht, vielleicht auch kürzer, damit wir heute Abend doch nicht über die Zeit hinauslaufen. Ich rufe auf Martin Seibold. Eine kurze Verständnisfrage, die ist mir aber wirklich wichtig und das ist wirklich eine Stelle, was ich wirklich nicht verstehe. Gehe auch in die Richtung Transparenz und Systematik. Und ich habe hier die Vorlage 3 liegen und sehe mir die Zahlen an. Erstmal zum kirchengemeindlichen Dienst. Weniger. Das sind die Zahlen, die auch da in der Vorlage stehen. Wenn ich jetzt zum landesweiten Dienst gehe, dann da habe ich Schwierigkeiten, das zu verstehen. Denn da hatten wir im Jahr 2010 281 Rundplanstellen beschlossen und der Beschlussvorschlag jetzt ist 314 Stellen. Also von 280 auf 314. Da ist eher eine 10%ige Steigerung als eine 10%ige Minderung. Jetzt will ich da falsche Zahlen oder sowas. Ich will es nur verstehen, wie das kommt, dass wir mehr Stellen beschließen, aber trotzdem eine 10%ige Kürzung dabei rauskommt. Das erschließt sich mir nicht. Und ich denke mal, ich bin wahrscheinlich nicht ganz der Einzige, der das nicht ganz versteht. Also da möchte ich wirklich mal eine Erklärung und auch was Konkretes, wo man sagen kann, hier kann ich darauf verweisen, auch an das zweite Dienst gehen zum 10%. Vielen Dank. Jetzt Cornelia Meinhardt. Ja, zum einen gehöre ich auch zu denen, die diese Frage gestellt hätte, Herr Seibold, und zum anderen richtet sich meine Frage gar nicht so sehr nur an Sie, Herr Oberkirchenrat Reimers, sondern an uns als Synode. Mit der Perspektive, dass wir den Landesstellenplan und die Logik, die wir jetzt verabschieden, ja sozusagen jetzt die nächsten Jahre fortsetzen müssen. Aus der Struktur, der politischen kommunalen Strukturreform von 1972 gibt es ja Untersuchungen, die gezeigt haben, je größer die Strukturen werden und sozusagen je unpersönlicher sie werden, desto weniger Ehrenamt und Engagement gibt es auch. Zum Zweiten, je größer die Strukturen und unpersönlicher, desto milieuverengter wird auch das Engagement und das Ehrenamt, weil sich da nur noch Leute auf den Weg machen, die sozusagen Zeit, Möglichkeit, Bildung, Status haben, der das leisten kann. Im Umgekehrten ist es ja so, oder ich verlese in jeder Kirchenvorstandssitzung die Austritte, die Leute, die bei uns austreten, die haben wir eigentlich nie gekannt. Umgekehrt, Leute, die wir kennen, treten eben nicht aus. Das ist meine ganz große Frage, wie schaffen wir das, dass wir bei wirklich auch notwendiger Hinterfragung unseres ganzen großen Aufbaus, dass wir nicht selber provozieren, was wir verhindern wollen, indem wir eigentlich immer weniger Kontaktmöglichkeit haben. Und es ist für mich nicht eine Frage von kirchengemeindlichem und landesweiten Dienst, weil ich zum Beispiel jetzt gerade bei der Frage des Missionswerks sind es auch immer wieder engagierte Hauptamtliche, die irgendwie Kontakt hatten zu Partnerkirchen und die das dann wieder in die Gemeinden tragen und die aus den Gemeinden wächst dann auch wieder Engagement, zum Beispiel eben für Mission Eine Welt. Und das könnte man für viele menschennahe Dienste im landesweiten Dienst, glaube ich, so fortsetzen. Meine Überlegung ist darum eigentlich immer, wie hat es denn Kirche in wirklich ärmeren Zeiten geschafft, zu überleben. Die muss ja immer wendig gewesen sein, sonst hätte es uns nicht 2000 Jahre gegeben. Und ich bleibe eigentlich immer dabei hängen, dass die Strukturen ganz, ganz lange viel Inhalt in überschaubaren Einheiten war und ganz wenig Verwaltungswasserkopf. Und ich glaube, das ist unsere ganz große Aufgabe, zumindest wenn wir nicht selber die Spirale eigentlich noch beschleunigen wollen.
ich sage das jetzt wirklich so an uns alle, ich bin Pfarrerin, ich bin da sozusagen einfach auch davon abhängig, was hier für Beschlüsse gefällt werden. Der Tag hat 24 Stunden, ich kann den im Outback-Dekanat verbringen oder eben mit möglichst viel Kontaktarbeit in der Lebensstruktur vor Ort. Und so geht es, glaube ich, allen Hauptamtlichen. Aber ich, das ist einfach meine Sorge, dass wir die Dynamik verstärken, wenn wir in der Logik, die wir jetzt haben, weitermachen. Und das täte mir einfach sehr, sehr leid. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt rufe ich auf Doris Sperber-Hartmann. Meine Frage betrifft diese Konzeptionen, die in den besonderen Arbeitsbereichen erstellt werden sollen. Da kam es zu Unklarheiten in meinem Dekanatsbezirk Augsburg. Es war nicht ganz klar, welcher Aufwand ist dafür gerechtfertigt, wer ist der Adressat. In einem Fall, zum Beispiel Jugendwerk, ist es sicherlich stärker der Dekanatsausschuss, der dann über die Stellen im Jugendwerk befinden kann. Bei der Klinikseelsorge sind die Stellen bereits gesetzt, da ist es vielleicht stärker das Landeskirchenamt. Gibt es dann eine Rückmeldung aus München? Wollten die Personen wissen, welche Konsequenz hat das? Wird es Einfluss haben? Also meine Befürchtung ist auch, dass eine Enttäuschung dann vorprogrammiert ist, denn die Gemeinden machen ja auch keine Konzeptionen. Und auch meine Befürchtung ist, dass der Dekanatsausschuss in der Fülle des ganzen schriftlichen Materials in eine Art Überforderung, Verwirrung gerät. Und ich kriege da nur mit, Jugendwerk, die haben bereits eine Konzeption immer schon, aber jetzt wird die auf poliert und es sind über 20 Seiten und Hochglanz. Also das ist mir alles noch zu unklar, welche Stellung hat diese Konzeption und damit man da eben in eine klare Ansage geht. Vielen Dank. Ich rufe auf Schwester Nicole Grochowina. Ja, vielen Dank. Thema Evaluation, 4 kurze Fragen dazu. Frage 1, in welchen Stufen, grob gesprochen, ist die Evaluation angedacht? Frage 2, wie sieht es mit der Beteiligung der Synode aus? Vielleicht auch deutlicher. Frage 3, umfasst die Evaluation auch die Kriterien, mit denen die einzelnen Abteilungen inhaltlich ihre Pflöcke für die Einsparung und inhaltliche Ausgestaltung einschlagen? Also umfasst das schon die Evaluation? Und die Frage 4, wenn die Synode die Evaluation gut begleiten soll, wann werden wir dann Einblick in diese Kriterien der unterschiedlichen Abteilungen bekommen, um das hinreichend gut auch zu machen? Vielen Dank. Jetzt rufe ich die letzte Frage auf, ehe wir wieder eine Pause machen und auf die Antwort warten. Randolf Herrmann. Meine Fragen wurden gerade von Schwester Nicole gestellt. Ich schließe mich einfach an. Vielen Dank, dann bitte ich jetzt um die Beantwortung. Vielen Dank für die Fragen. Ich fange mal hinten an. Die Evaluation ist ein durchgehender Weg für die kommenden Jahre, der dazu führen soll, dass die Synode, so stellen wir es uns im Moment vor, im Grunde kontinuierlich zumindest einmal im Jahr bei einer ihrer Tagungen intensiv informiert wird, aber natürlich durch Ausschüsse wesentlich stärker intensiv beteiligt sein wird. Und da ist zunächst mal der Organisationsausschuss zu nennen als der Ausschuss, der für die Landesstellenplanung zuständig ist. Aber wenn wir evaluieren und in bestimmte Arbeitsbereiche hineinkommen und dazu etwas sagen, müssen natürlich die Ausschüsse auch damit beschäftigt sein, die zu diesen Themen befasst sind. Das werden wir jetzt miteinander erarbeiten, wie das genau aussieht. Aber das ist eine Erarbeitung, die wir auch zusammen mit dem Organisationsausschuss vornehmen wollen. Aber es ist so gedacht, dass die Ergebnisse von Evaluation, die ja dann häufig auch Herausforderungen sein werden zur weiteren Arbeit und zur vertieften Arbeit, selbstverständlich in den Ausschüssen auch aufgespielt werden, wo sie behandelt werden sollen. Das heißt, kontinuierliche Beschäftigung auch der Synode damit. Und die Frage nach den Kriterien auch für die Arbeit in den Abteilungen, also ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, wir haben eine gute und funktionierende Situation der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir gerade unter der Perspektive, dass wir in den kommenden 15 Jahren ganz viele Entscheidungen treffen müssen, die auch
immer wieder schmerzhaft sein werden, dass wir nochmal intensiver über Kriterienkataloge und Kriterien, die zu diesen Entscheidungen führen, ins Gespräch kommen können, ohne jetzt irgendwelche Dinge aufzuweichen. Aber wir müssen doch gemeinsam dahinter stehen können. Von daher könnte ich mir jetzt persönlich, ich habe keinen Auftrag von irgendeinem Gremium, könnte mir aber vorstellen, dass wir intensiver darüber nochmal ins Gespräch kommen, gerade was das Thema im landesweiten Dienst betrifft. Sie haben gefragt, Frau Sperber-Hartmann, wie ist das mit der Entwicklung von Konzeptionen? Ich persönlich würde da zunächst mal so rangehen, dass ich eine Konzeption, wenn ich jetzt Dekan wäre oder Teil eines Dekanatsausschusses, zunächst mal für mich selber entwickle, damit ich mir in meinem Zuständigkeitsbereich mit all denen, mit denen ich da zusammenarbeite, klar bin, wo wollen wir hin? Ich entwickle eine Konzeption nicht zuerst, um sie im Landeskirchenamt der Abteilung vorzulegen, sondern ich entwickle sie, damit wir vor Ort Klarheit darüber haben, was unsere Schwerpunkte sind und daraus dann auch die Konsequenz ziehen können, was unsere Schwerpunkte nicht mehr sind. Dass diese Konzeption dann zu einer Beratung, zu einer Diskussion mit der jeweiligen vom Thema her zuständigen Abteilung im Landeskirchenamt führt, ist nicht unter der Perspektive Kontrolle gedacht, sondern ist unter der Perspektive Beratung und Intensivierung dieser konzeptionellen Arbeit gedacht und in dem Sinne nochmal eine Vertiefung mit fachlicher Qualität an der Seite, um diese Konzeption vor Ort entwickeln zu können. Aber zunächst mal ist der Adressat einer Konzeption der eigene Rahmen, in dem ich darüber nachdenke und arbeite. Und die Abteilung steht sozusagen zur Verfügung, die jeweilige, um das zu begleiten und zu beraten. Und dann werden diese Konzeptionserarbeitungen völlig unterschiedlich aussehen, so ist unsere Vorstellung, je nach Inhalt und je nach Raum, in dem sie gerade erarbeitet wird. Es gibt Konzeptionen zu Inhalten, die kann man extrem kurz halten, weil man sagt, das ist nicht unser großes Thema. Deshalb wollen wir dazu auch gar nicht viel sagen. Und es wird andere geben, die muss man richtig ausführlich darlegen, weil es Kernthema des eigenen Arbeitens und der eigenen Identität vor Ort ist. So unterschiedlich wird das sein. Und das ist sozusagen eine Entscheidung, die man dann auch vor Ort treffen muss. Wie mache ich denn das? Frau Meinhardt, ich bin mit Ihnen ganz einig, dass größere Strukturen unsere Arbeit inhaltlich und vor allem im Blick auf Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir in Beziehungen treten wollen, grundsätzlich nicht unbedingt unterstützen, sondern manchmal sogar erschweren können. Ich glaube auch, dass ein Kern unserer Arbeit sein muss, mit den Menschen in Beziehungen zu treten und in Beziehungen zu kommen. Das ist Kern unserer Arbeit. Dafür, dass ich das tun kann, muss ich aber eine andere Perspektive, die jetzt auch von Ihnen teilweise aus den Rückmeldungen schon sehr deutlich gemacht wurde, eben auch einfach umsetzen, nämlich eine Klärung dessen, was die unterschiedlichen Mitarbeitenden mit ihren jeweiligen Qualifikationen wirklich tun sollen und was sie nicht mehr tun sollen. Und dann kann dazu gehören, dass ich in einer kleinteiligen, inhaltlichen Struktur arbeiten kann, um viele Beziehungen aufzubauen, dass ich mich in Strukturen von Verwaltung und Leitung und Kooperation in größere Räume begeben muss, um das Miteinander effektiv gestalten zu können. Das eine widerspricht aus meiner Sicht nicht dem anderen, sondern das eine kann das andere ermöglichen. Mein persönliches Ziel ist es nicht zu sagen, wir müssen an irgendeiner Stelle auf Fusionen rauslaufen. Es kann Situationen geben, wo das sinnvoll ist. Das muss aber auch vor Ort entschieden werden. Das ist explizit nicht ein Ziel dieser Dinge. Was aber ein Ziel sein muss, ist unbedingt inhaltliche Kooperation, damit das, was Sie auch eben zu Recht gefordert haben, passieren kann in der Überschaubarkeit. Herr Seibold, zu Ihrer Frage im Vergleich zur Landesstellenplanung 2010. Es ist so, dass Sie tatsächlich natürlich auf den ersten Blick ein Mehr an Stellen finden im landesweiten Dienst.
Dieses Mehr an Stellen hat damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren Stellen, die in anderen Bereichen gewesen sind, nun in den landesweiten Dienst übernommen worden sind, ohne dass es Stellenmehrungen sind. Sie sind damit woanders nicht mehr verortet. Insgesamt hat der landesweite Dienst aber durch die Budgetstruktur und durch die Konzentration aufs Budget die Ersparnis gebracht. Das, was Sie an mehr Stellen sehen und als Stellenmehrung erkennen, ist zunächst mal eine andere Form der Zuordnung, als wir es im Vergleich zur Landesstellenplanung 2010 gehabt haben. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass wir hier nicht einfach irgendwo versteckt oder so an allen vorbei Stellenmehrungen machen, sondern das ist eine reine Organisationsstruktur und wichtig ist, dass das, was wir an Budgetregelungen für den landesweiten Dienst vorgesehen haben oder so benannt haben, auch tatsächlich passiert und nachrechenbar ist. Soweit bis hier. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt in die letzte Fragerunde. Ich habe noch 5 Wortmeldungen und rufe Gabriele Hörschelmann auf. Ja, vielen Dank. Es war bisher auch immer oft von Beteiligung die Rede gewesen. Und ich würde sagen, das ist auch immer sehr gut gelungen an den Stellen, an denen es so eine sogenannte mittlere Ebene gegeben hat. Also zum Beispiel in den Dekanaten oder bei größeren Einrichtungen wie unserer, wo es eben leitende, verantwortliche Einrichtungsleitende gibt, mit denen da in Korrespondenz getreten werden kann und kommuniziert werden kann. Schwieriger stellt es sich da, wo es diesen unmittelbaren Kontakt eben nicht gibt, und zwar bei den landeskirchlichen Beauftragten. Da ist eben nicht so eine mittlere Ebene eingezogen. Und meine Frage ist, wie kann es hier auch gut gelingen, landeskirchliche Beauftragte zum Beispiel bei ihren Stellenkürzungen mit einzubinden und zu beteiligen? Es gibt dort eine große Bereitschaft, an der Stelle mitzudenken. Wie sind da die Planungen, diese Gruppe mit einzubinden? Das ist das eine, Beteiligung. Das andere, Begleitung. Auch im landesweiten Dienst finden also jede Menge an Stellenkürzungen statt, die durchaus sehr schmerzhaft sind. Bei den Gemeinden ist es ja so geregelt, dass die Gemeindeakademie Begleitung anbietet in diesen Prozessen. Gibt es eine ähnliche Art des Angebots auch für den landesweiten Dienst? Also der Begleitung im Sinne einer Organisationsentwicklung, eines Beratungsprozesses. Danke. Vielen Dank. Jetzt Uwe Lesche, bitte. Ja, vielen Dank. Ich finde es gut, dass wir uns schon in 5 Jahren Gedanken über eine neue Landesstellenplanung machen werden. Ich finde es gut, dass, so wie Sie, lieber Herr Reimers, gesagt haben, nicht alles in Stein gemeißelt ist, sondern auch das, was wir entscheiden werden, nochmal hinterfragt werden kann und wir es auch hinterfragen werden. Ich finde es gut, dass eine Evaluation stattfinden wird. Deshalb möchte ich hinweisen auf eine Regelung in der Beschlussvorlage, die aus meiner Sicht da nicht ganz dazu passt. Das ist unter Punkt 8.3.3. Da geht es um die befristeten Sonderbedarfsstellen. Da gibt es nämlich eine Regelung, da steht drin, mit Ablauf zum 31.12.2025 entfallen alle Sonderbedarfsstellen ersatzlos. Das sind Stellen, die zum Beispiel dazu dienen, dass Gemeinden, die mehr als 15% Gemeindeglieder verloren haben und nach der Landesstellenplanung mehr als 15% abgeben müssten, dass das hier gedeckelt wird auf 15%. Im Rahmenbeschluss der Landessynode von 2019 war vorgesehen, dass über diese Stellen auch erst nach einer Evaluation entschieden wird. Hier hört sich es jetzt anders an. Deshalb meine konkrete Anregung und Bitte, dass man auch diesen Satz dann streicht. Das passt auch mehr zu dem, was wir insgesamt hier dazu ausgeführt und gehört haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt Ulrich Wilmer, bitte. Ich habe zurückgezogen, wurde alles gesagt. Dann bitte Christian Simon. Hohe Synode, lieber Herr Reimers, über den landesweiten Dienst wurde jetzt schon ausführlich gesprochen. Trotzdem habe ich jetzt Irritation erlebt, als Sie sagten, dass die Stellen, die da als Plus herkommen, woanders verortet waren. Meine Frage oder Rückfrage, kamen die aus der Gemeinde? Eine Anmerkung zu den Kooperationen. Wenn sie innovativ sind, da bin ich ganz heiß drauf, das mitzuerleben.
Wenn sie aber strukturell sind, diese Kooperationen, dann befürchte ich, dass es da nur um, ja, dass es die Arbeit glatt bügelt oder besser gesagt verteilt wird. Ich glaube, dass die Menschen anders denken. Die denken nämlich, mein Pfarrer und meine Pfarrerin und meine Kirche und sogar meine Kirchenbank, dass die sich gar nicht auf den Weg machen, diese Kooperationen wahrzunehmen. Im Zweifelsfall tauchen sie sogar ab. Und da bin ich ganz bei der Cornelia Meinhardt, die auch betont hat, dass es um beziehungsreiche Gemeinden geht. Nur eine Gemeinde, wo viele Kontakte gepflegt werden, innerkirchlich und außerkirchlich, hat die Kraft und hat auch den Bestand. Und da sind die kleinen Einheiten natürlich im Vorteil. Eine letzte Frage. Wer leistet die palliative Trauerarbeit in den Gemeinden, wenn es um die Stellenreduktionen geht? Sind es die Dekane oder Dekaninnen oder sind es Mitglieder des Dekanatsausschusses oder sind es gar wir? Aber da bräuchte ich dann noch echt Anleitung. Besten Dank. Vielen Dank. Eine letzte Wortmeldung von Anna-Nicole Heinrich. Herzlichen Dank. Lieber Herr Reimers, ich habe eine konkrete Frage zum Stichwort berufsgruppenübergreifend. Ich habe in der Befassung mit dem Landesstellenplan gelernt, dass berufsgruppenübergreifend im Rahmen des Landesstellenplans immer nur meint, berufsgruppenübergreifend kirchlicher Berufsgruppen. Jetzt haben Sie in manchen Ausführungen aber auch von multiprofessionellen Teams oder gemischten Teams gesprochen. Da würde mich einmal interessieren, ob damit auch nur berufsgruppenübergreifend gemeint ist oder ob das einen weiteren Horizont aufmacht. Natürlich unter Berücksichtigung, wir wissen, die kirchlichen Absolventen gehen zurück und die Meinung dazu sozusagen, auch viele Kompetenzen, die wir in Kirche gebrauchen können, liegen in außerkirchlichen Berufsgruppen. Und die zweite Frage nochmal ganz konkret zur Kommunikation und ich hoffe, die ist jetzt nicht zu allgemein. Meine Auffassung davon ist, wir haben die Vorlage für den Landesstellenplan bekommen, auch mit allen Zahlen, die jedoch noch natürlich noch nicht öffentlich kommuniziert sind, weil wir sie noch nicht diskutiert und beschlossen haben. Jetzt haben wir allerdings sehr detailliert auch über einzelne Fragestellungen in einem Livestream der Landessynode darüber diskutiert. Da würde mir als Synodale einfach nochmal helfen, klar zu sagen, ab wann wir sozusagen, wenn beschlossen ist, auch was kommunizieren dürfen. Vielleicht ist das aber auch eine Frage nochmal für die zweite Lesung oder so. Entschuldigung, ja. Vielen Dank. Das war die letzte Frage zu dieser Vorlage. Und ich bitte jetzt noch einmal Oberkirchenrat Reimers um die Beantwortung. Ja, herzlichen Dank. Ich fange bei Herrn Simon an, damit ich auch nichts Wichtiges vergesse. Also die Stellen, von denen ich gesprochen habe, die im landesweiten Dienst jetzt zunächst als Mehrung verstanden werden und wo ich gesagt habe, es sind Verschiebungen, sind keine Stellen, die aus dem Gemeinde- oder Dekanatsbereich verschoben wurden, sondern zum Beispiel das Frauenwerkstein, zum Beispiel Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Bildungswerkstellen, ähnliche Dinge, alle möglichen Dinge, die vorher nicht im landesweiten Dienst in dieser Form waren, sondern über Finanzierungen geregelt waren, sind hinübergekommen in den landesweiten Dienst und haben nicht dazu geführt, dass der Gemeinde- und Dekanatsbezirksbereich betroffen gewesen ist oder geschwächt worden wäre. Das ist das eine. Die andere Frage im Blick auf die Entwicklung, die durch die Landesstellenplanung in dieser Form auch in unterschiedlichen Regionen unserer Landeskirche ermöglicht wird, heißt für mich, wir gehen in Zukunft davon aus, dass sich unterschiedliche Regionen, Dekanatsbezirke auch unterschiedlich entwickeln werden, noch stärker als bisher. Das ist auch notwendig, damit wir vor Ort die Strukturen bekommen, die wir brauchen, um dort gut arbeiten zu können. Es wird Regionen geben, in denen das Thema eine Kirchengemeinde mit einem Pfarrer, einer Pfarrerin viel höher gespielt wird als in anderen Regionen.
zum Beispiel aufgrund der räumlichen Verteilung, im Blick auf die Traditionen, die vor Ort sind. Und es wird andere Regionen geben, da wird das völlig anders gesehen. Und das soll sich auch so entwickeln können. Also diese Unterschiedlichkeit von Entwicklungen als Möglichkeit ganz bewusst gesagt, ist bewusst so gesetzt und soll so sein, damit auch wirklich Menschen den Mut fassen, etwas miteinander auf die Beine zu stellen. Die palliative Trauerarbeit, die wir leisten müssen, ist, glaube ich, tatsächlich für mich eine Aufgabe, die wir alle haben. Es ist eine Aufgabe für uns alle in Kirchenleitung, in der Verknüpfung von Synode und Landeskirchenrat, auch von mittlerer Ebene dann in der Nachfolge, ehrlich zu sein. Es ist unsere Aufgabe, tatsächlich alle miteinander offen zu sein. Und dann ist es eben nicht nur palliative Trauerarbeit, sondern auch die Frage, wie können, wenn ich mich an gestern erinnere und an den Gottesdienst, wie können aus Wutausbrüchen dann eben auch Mutausbrüche werden? Das muss sozusagen zusammengehören. Deshalb würde ich eben die Betonung auf Trauerarbeit setzen, ja, aber mit der Trauerarbeit zusammen auch Perspektiven aufzeigen. Und ich glaube, es ist unser aller Verantwortung, das so zu machen. Die befristeten Sonderbedarfsstellen, im Grunde kann man doch sagen, sie gelten jetzt bis zum nächsten Schritt der Landesstellenplanung. Und die Landessynode wird in den kommenden Jahren, so wie ich es auch gesagt habe, kontinuierlich mit dem Thema immer wieder, mit der Evaluation, mit den Möglichkeiten, mit dem, was gelingt und was nicht gelingt, beschäftigt sein. Und wir werden für 2025 einen Beschluss fassen müssen, der sich dann möglicherweise mit diesen Stellen auch beschäftigt und dazu Rahmenbedingungen setzt, die dann stimmen. Ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, jetzt nichts darüber hinaus wirklich festzulegen, sondern zu sagen, wir nehmen diese Möglichkeit, 2025 auch darüber entscheiden zu können, je nachdem, wie wir feststellen, wie dann in unterschiedlichen Regionen auch wieder Herausforderungen zu begleiten sind. Die Beteiligung der mittleren Ebene, Frau Hörschelmann, Sie haben das angesprochen unter der Perspektive der landeskirchlichen Beauftragten. Also zunächst mal sind die landeskirchlichen Beauftragten angebunden an ihre jeweiligen Abteilungen, mit denen und in denen diese Perspektiven entwickelt werden müssen. Ich glaube, die große Chance, die wir im Moment haben, ist, das nicht nur auf einzelne Abteilungen zu beziehen, sondern dass wir genau wie zwischen Dekanatsbezirken oder Kirchengemeinden, auch im Landeskirchenamt, auf einem richtig guten Weg sind, abteilungsübergreifend zu denken und zu planen. Auch unter dieser Perspektive wird vielleicht das Thema Beauftragte, landeskirchliche Beauftragte, noch mal anders zu spielen und zu begleiten sein in Zukunft. Ich finde, das ist ein wichtiger Hinweis, aber er trifft auch darauf zu, dass wir von den Abteilungen her tatsächlich wesentlich intensiver und offener miteinander zusammenarbeiten, als das bisher war, weil wir vor denselben Herausforderungen stehen wie Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke auch. Kooperativ Dinge zu tun und uns miteinander zu entscheiden. Soweit will ich mal darauf eingehen. Und dann die Frage von Frau Heinrich. Ja, multiprofessionelle Teams sind unter der bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen tatsächlich gedacht als die Teams von gestaltenden, sage ich mal, Berufsgruppen, die wir in der Landeskirche im Moment haben. Denn unser Thema ist, wir müssen für diese Mitarbeitenden ja feste, verlässliche Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und deshalb beziehen wir es in der Erprobung und in den nächsten Schritten selbstverständlich auf diese Berufsgruppen. Wir können jetzt nicht in der Form noch mal weitergehend öffnen. Das ist rechtlich und im Blick auf die Sicherheit des Gesamtsystems nicht möglich. Deshalb denken wir da an die Pfarrerinnen, Pfarrer, Diakone, Diakoninnen, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen, an die Absolventen biblisch-theologischer Ausbildungsstätten, an die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, ich glaube, das waren sie, und an die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die bei uns im Dienst sind. Und ich glaube, es ist schon ein großer Schritt, wenn wir in einem ersten intensiven Gestalten miteinander diese Berufsgruppen gut zu diesen Teams verknüpfen können. Das klappt an vielen Orten schon. Wir müssen es aber noch mal vertiefen.
Und jetzt habe ich mir bei Ihrer zweiten Frage nur Kommunikation aufgeschrieben und vergessen, was das heißen könnte. Deshalb weiß ich im Moment keine Antwort. Vielleicht können wir die Frage noch einmal kurz hören. Ja, darum würde ich jetzt bitten, noch mal ganz kurz den zweiten Teil zu hören. Vielleicht lag es auch gar nicht an Ihnen, sondern an mir, weil es so verschwurbelt war. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mich als Synodale, was ich sozusagen nach außen kommunizieren darf, aktuell schon. Denn wir haben gerade, das war die konkrete Frage, lange öffentlich auch über Details des anstehenden Beschlusses diskutiert, haben aber allerdings ja eigentlich noch nichts veröffentlicht. Also wissen Sie, was ich meine? Da bin ich super unsicher, was ich da in welchem Kontext wem wie sagen kann. Weil wir ja eigentlich gehört haben, dass die Zahlen an die Dekanate und so erst im nächsten Monat kommuniziert werden. Also deshalb würde ich an der Stelle auch bitten, jetzt konkrete Dekanatszahlen nicht unbedingt zu kommunizieren, aber die Rahmenzahlen, die wir haben, die sich auf das Ganze beziehen, darüber wird man reden können, weil sie in der Öffentlichkeit auch längst unterwegs sind. Aber es ist außerordentlich hilfreich, wenn wir in der Weitergabe von Zahlen an die Dekanatsbezirke möglichst das dann direkt vom Landeskirchenamt kommen lassen. Das wäre meine Bitte. Ansonsten sind Sachen selbstverständlich auch schon unterwegs. Das ist immer unser Problem, dass das eine hier unterwegs ist und da nicht. Das vermischt sich so ein bisschen. Das müssen wir mit Gelassenheit sehen. Vielen Dank. Das ist sicherlich auch Kennzeichen des großen transparenten und gemeinsamen Prozesses, den wir jetzt beginnen in der Gestaltung und Ausgestaltung der Landesstellenplanung, wenn sie denn beschlossen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für die ausführliche Beantwortung all der Fragen, sodass wir jetzt gut vorbereitet in die Ausschüsse gehen können und auch in den Arbeitskreisen heute und morgen Abend noch mal intensiv diskutieren können. Wir kommen jetzt zur Verweisung von Vorlage 3. Vorgeschlagen sind Finanzausschuss und Organisationsausschuss sowie alle weiteren Ausschüsse. Wer sich dem nicht anschließen kann, der hebe bitte die Hand, die gelbe Hand. Ich sehe keine, dann ist das einstimmig so verwiesen. Vielen Dank. Wir kommen dann jetzt zu Vorlage 4 und 5 noch heute Abend und ich übergebe an den Vizepräsidenten Walter Schnell. Vielen Dank, liebe Katrin. Ich bedanke mich nochmal. Sie verlassen uns jetzt bei Herrn Oberkirchenrat Reimers und Herrn Kirchenrat Grünwald. Danke für das Dasein. Reimers bleibt. Natürlich. Reimers bleibt uns erhalten, korrekt, denn er ist zuständig für die Vorlagen 4 und für die Vorlage 5. Aber bevor wir da einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Heute Vormittag hatten wir noch angekündigt, dass, falls Bedarf besteht, Aussprache zum Bericht des LSA und zum Bericht der Präsidentin, dass dies jetzt erfolgen könnte. Es sind keine weiteren Wortmeldungen gekommen. Die Themen waren ja in erster Linie auch, hatten mit der Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun in Zeiten der Pandemie, die ja vom Landesbischof ausführlich auch bearbeitet worden sind. Ja, dann kommen wir zur Vorlage 4. Kirchengesetz zur Probung neuer Regelungen zur Umsetzung der Landesstellenplanung 2020. Herr Oberkirchenrat Reimers und gleichzeitig ist auch noch Herr Dr. Funk mit zugegen, der ihn sicherlich auch rechtlich beraten hat. Ich bitte um die Einbringung. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vizepräsident, Hohe Synode. Ich habe schon gemerkt, dass das eigentlich eben ein deutliches Zeichen war, dass ich genug geredet habe. Aber ich bin beharrlich und bleibe noch, bis ich meine Dinge eingebracht habe, die wir vorbereitet haben. Ich bringe deshalb nun das Kirchengesetz zur Erprobung neuer Regelungen zur Umsetzung der Landesstellenplanung 2020 ein und bitte Sie auch für dieses Kirchengesetz um Ihre Zustimmung. Es ist eng verbunden mit der Landesstellenplanung. Durch dieses Gesetz kommt zum Ausdruck, was aus meiner Sicht unsere Haltung in den kommenden Jahren eben sein muss und was wir eben schon auch diskutiert haben, nämlich Handlungsspielräume zu entwickeln und im konkreten Tun herauszufinden, ob diese Handlungsspielräume die neuen erweiterten Räume und Möglichkeiten von Gemeinde werden, lebendiges christliches Leben für die Zukunft zu organisieren. In diesem Gesetz verknüpfen wir die
die Perspektiven unterschiedlicher Prozesse noch einmal konkreter miteinander. Wir nehmen Anliegen aus dem Prozess des Miteinander der Berufsgruppen auf und geben im Blick auf das Personal, das insgesamt in unserer Landeskirche ja in den kommenden 15 Jahren zurückgehen wird, den jeweiligen Qualifikationen und Gaben der Menschen und Berufsgruppen mehr Raum zur Entfaltung. Im Hintergrund steht aber auch der Prozess Profil und Konzentration, der letztlich von uns allen große Flexibilität erfordert, um mit Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ins Gespräch und in Beziehungen zu kommen. Diese Flexibilität muss dann auch für unsere Mitarbeitenden und Einrichtungen gelten, gerade auch für Kirchengemeinden und Dekanatsbezirke in zahlenmäßig abnehmenden Bewegungen. Kooperationen in inhaltlichen Fragen und Kooperation in der Unterstützung durch entsprechendes Personal beziehungsweise in der geklärten Zusammenarbeit. Und ich füge es noch mal hinzu, aus meiner Sicht ist das die Chance, um dann auch viel mehr Zeit als bisher zu gewinnen, um mit Menschen direkt in Kontakt zu kommen. Gleichzeitig möchte ich betonen, wie aus meiner Sicht Erprobungsmöglichkeiten auch motivierend für Mitarbeitende sein können. Wir schaffen nämlich Gestaltungsräume und Gestaltungsmöglichkeiten, die nicht genutzt werden müssen, wenn sie nicht zur eigenen Situation oder den eigenen Konzeptionen passen. Wir schaffen Gestaltungsräume, die nicht ungeprüft für immer gelten, sondern die wir auf ihre Wirksamkeit und Passgenauigkeit hin gemeinsam überprüfen, während sie genutzt und ausprobiert werden. Diese Regelungen und Ermöglichungen können also überarbeitet, ausgebaut oder auch wieder zurückgenommen werden, wenn sie in die falsche Richtung gehen oder falls sie sogar noch weiter gehen müssten. Es geht hier also nicht um endgültige Entscheidungen, sondern um die motivierende Ermöglichung der nächsten konkreten Schritte. Das ist für mich ein Kernpunkt dafür, wie wir Mitarbeitende zu gestaltender Mitarbeit auch einladen und bewegen können. Erprobung in diesem Sinne braucht allerdings auch die gemeinsame Reflexion und Entscheidungen. Die Entscheidungen vor Ort, welche Möglichkeiten ich nutzen möchte oder auch nicht. Erprobung braucht auch die Offenheit, mich mit anderen fortlaufend auseinanderzusetzen und zu kommunizieren und sowohl über Erfolge als auch über Misserfolge, über gute Erfahrungen und nicht lösbare Probleme miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Unsere Landeskirche muss insgesamt viel mehr als bisher zu einem gemeinsamen Lernraum werden, in dem wir einander erzählen, offen, ehrlich, vertrauensvoll. In dem wir ohne Angst vor Fehlern und mit dem Wunsch, unsere Überzeugungen und Ideen weiterzuentwickeln, miteinander nachdenken und voneinander lernen. Ich freue mich deshalb, wenn zum Beispiel die Kirchenkreise solche Modelle des Austausches miteinander organisieren. Ich freue mich, wenn das auf Dekanatsebene genauso passiert wie zwischen benachbarten Kirchengemeinden oder im Zusammenspiel zwischen Kirche und Diakonie. Das brauchen wir, wenn wir ausprobieren möchten und entscheiden müssen, wo müssen wir noch weitergehen oder wo nehmen wir bestimmte Dinge auch wieder zurück. Dieser inhaltliche Austausch, das ist häufig jetzt auch angesprochen worden, muss auch zwischen Landessynode und Landeskirchenrat intensiv laufen. Im Kern geht es bei dieser Gesetzesvorlage dann um zwei konkrete Themen. Pfarrstellen können mit der Möglichkeit eines berufsgruppenübergreifenden Einsatzes ausgeschrieben werden. In der Landesstellenplanung wird das mit bis zu 20% konkretisiert. Das heißt, künftig können auch die eben schon genannten Berufsgruppen auf Pfarrstellen eingesetzt werden, wenn 20% der Stellen insgesamt nicht überschritten werden und eine entsprechende Ausschreibung und der Wunsch durch die zuständigen Gremien vor Ort beschlossen ist. Wer dann einen solchen Einsatz auf einer Pfarrstelle übernimmt, bleibt trotzdem Teil seiner Berufsgruppe mit allen entsprechenden Rahmenbedingungen. Das heißt, dass auch vor Ort dann darauf zu achten ist, dass die entsprechenden Dienstordnungen so sind und die konkreten Aufgaben, dass sie der Berufsgruppe, die auf einer Pfarrstelle eingesetzt ist, auch entsprechen. Trotzdem
wird dadurch die Flexibilität zum Beispiel in der Zusammensetzung unserer Teams größer. Gleichzeitig können inhaltliche Schwerpunkte durch die entsprechend am besten dafür qualifizierte Berufsgruppe schneller und intensiver geprägt und umgesetzt werden als bisher. Neben diesen Vorteilen für die Organisation als Ganzer und für ihre Teile versprechen wir uns auch davon, dass unsere Mitarbeitenden sich individuell noch besser mit ihren jeweiligen Gaben, Qualifikationen und Möglichkeiten einbringen können. In der Entwicklung von Konzeptionen wird die Frage, wer für welche Aufgaben im Rahmen der Konzeption besonders gebraucht wird, eine noch größere Rolle spielen. Letztlich geht es um die Entwicklung eines Qualitätsmerkmals von gelingendem Personaleinsatz, klar definierte Stellen mit klar qualifiziertem Personal zusammenzubringen. Der zweite Aspekt dieses Erprobungsgesetzes sind die funktionalen Sprengel über die Grenzen von Gemeindestrukturen hinaus. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Pfarramtsführung in der einen Gemeinde auch von einem hauptamtlichen Mitarbeitenden aus einer anderen Kirchengemeinde übernommen werden kann, wenn alle sich durch ihre Gremien und ihre Beschlüsse darauf einigen. Kooperation auf diesem Feld kann dann auch auf anderen inhaltlichen Feldern Kräfte frei werden lassen, die konzeptionell und inhaltlich dringend gebraucht werden. Und darüber haben wir eben in der Diskussion auch gesprochen. Wie kriegen wir denn die Kraft frei für die Begegnung zwischen Menschen? Und ich glaube, dass diese Ansätze des Erprobungsgesetzes Rahmenbedingungen schaffen können, effektiv und von Kompetenzen her zu denken und zu arbeiten und damit Kräfte inhaltlich freizusetzen. Wir werden alle in Zukunft viel stärker miteinander kooperieren müssen. Solche funktionalen, also auf bestimmte Themen bezogenen Formen der Zusammenarbeit müssen deshalb von uns stärker in den Blick genommen werden, und zwar so schnell wie möglich. Das ist gerade kein Zwang zur Fusion, aber ein wichtiger Weg effektiver und qualitativ hochwertiger Kooperation. Das wird nicht überall möglich und es wird nicht überall nötig sein. Aber wo es weiterhilft, wo es Arbeit intensiviert und Freiräume eröffnet, dort soll es probiert werden können. Für beide Perspektiven, das haben Sie gesehen, braucht es Anpassungen in vielen kirchlichen Gesetzen, von der Kirchgemeindeordnung bis zur Haushaltsordnung, von Fragen der Mitbestimmung des Kirchenvorstands bis zu Details zu Dienstwohnungen, die Sie in dieser Gesetzesvorlage gesammelt vorfinden. Wahrscheinlich könnte man auch manches anders regeln und vieles weitere muss man noch anders regeln. Aber genau das macht den Sinn dieses Erprobungsgesetzes aus, in den kommenden Jahren diese ersten Möglichkeiten miteinander auszuprobieren und herauszufinden, wo wir noch weitergehen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Gesetz die große Chance passgenauer Entwicklungen anbietet und grundlegt für unsere Kirche und für unsere Gemeinden, aber auch für unsere Mitarbeitenden. Denn es trifft Festlegungen, die nicht alle zu befolgen haben, sondern es gibt denen, die es für sinnvoll halten, die Möglichkeit, entsprechend zu verfahren und uns allen die Möglichkeit, gemeinsam zu überprüfen, wie wir mit diesen Erfahrungen in Zukunft weiter umgehen werden. Deshalb gehört es für mich entscheidend zu dieser Landesstellenplanung hinzu und ich bitte Sie auch hier um Zustimmung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Oberkirchenrat Reimers. Es besteht jetzt die Möglichkeit von Rückfragen. Ich sehe zwei Meldungen. Zunächst sehe ich die Meldung von Herrn Professor Bobmann. Bitte schön, Herr Bobmann. Dankeschön, Herr Reimers. Sie wissen, dass ich das für einen besonders wichtigen Prozess in unserer Landeskirche halte. Ich bin auch dankbar, dass das jetzt in Gesetzesform kommt. Ich will daran erinnern, dass hier sehr hoch gesteckte Erwartungen ja vorhanden waren, gerade bei den anderen Berufsgruppen, und dass sie natürlich weiter bestehen. Deswegen meine ich, dass der wichtigste Punkt in dem ganzen Antrag auf Seite 9 steht, wo angekündigt wird, dass es weitere Gesetzesinitiativen geben wird, um voranzuschreiten noch.
Das wäre mir nochmal ein Anliegen, dass Sie das vielleicht auch nochmal unterstreichen, dass das nur ein allererster Schritt ist. Sonst sehe ich die Gefahr, dass hier die hochgesteckten Erwartungen auch enttäuscht werden, die da entstanden sind und bei den Berufsverbänden anderer Berufsgruppen das vielleicht dann nicht so gut ankommt. Der Paraverein hat ja von der Gefahr gesprochen, dass hier ein Clerus Minor entsteht, sozusagen billigere Para-B-Ausgaben. Das will, glaube ich, niemand. Und deswegen käme es darauf an, dass wir da noch einen Schritt weiterkommen in diesem Miteinander der Berufsgruppen zum echten Miteinander auf Augenhöhe. Das würde zum Beispiel auch bedeuten, dass man über Zulagen in der Besoldung nochmal anders nachdenkt, als es bislang in diesem Gesetz drin steht. Danke. Herzlichen Dank, Herr Bubmann. Es kommt die Wortmeldung von Herrn Wilmer. Ja, ich habe drei Fragen. Das erste, es geht nochmal um die Berufsgruppen und um die Beschreibung der verschiedenen Berufsgruppen. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass man sich jetzt erstmal auf diejenigen beschränkt hat, die momentan als pädagogisch-theologische Mitarbeitenden im Raum der Kirche schon arbeiten. Wenn es aber jetzt zu weitreichenderen Kooperationen kommt, brauchen wir dann nicht auch Menschen noch mit anderen Qualifikationen? Also was ist mit der Journalistin, die zum Beispiel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gut einsetzbar wäre? Was ist mit dem Sozialwirt, der in manchen Bereichen auch sehr gut seine Kompetenzen einbringen könnte? Wäre es da nicht sinnvoll, sage ich mal, einen allgemeinen Ermöglichungsparagraphen einzufügen, in dem dann solche Dinge auch wirklich erprobt werden können, um da auch Erfahrungen zu machen? Und haben wir nicht mit den verschiedenen Fortbildungsprogrammen in den ersten Berufsjahren, ersten Amtsjahren und so weiter und so fort, auch die entsprechenden Module, um dann Menschen in dieser Phase entsprechend zu begleiten? Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, wenn sich jetzt jemand auf eine berufsgruppenübergreifende Ausschreibung bewirbt und genommen wird, dann hat er Sitz und Stimme im Kirchenvorstand. Wir haben aber dann noch andere pädagogisch-theologisch Mitarbeitende, die dann zwar im Kirchenvorstand auf Antrag mit dabei sein können, deren Dienst ist aber ehrenamtlich, die sind aber nur beratend. Schaffen wir dann nicht zwei verschiedene Qualitäten von pädagogisch-theologisch Mitarbeitenden? Macht es Sinn? Oder muss man hier nicht auch noch mal grundsätzlicher darüber nachdenken, wie verhält sich's mit ehrenamtlichen Mitgliedern des Kirchenvorstands und welchen, die dem Kirchenvorstand hauptberuflich angehören? Muss man da nicht vielleicht noch grundsätzlicher nachdenken? Und die dritte Frage, wurde bei der Frage nach dem Vorsitz im Kirchenvorstand auch in Erwägung gezogen, ob man nicht grundsätzlich sagt, der Vorsitz im Kirchenvorstand wird aus der Mitte der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher gewählt, sodass dann da auch verschiedene Varianten und Möglichkeiten wären. Das ist ja bis jetzt immer noch die Ausnahme. Ich gehe mal davon aus, dass es in vielen, vielen Fällen nach wie vor so sein wird, dass die geschäftsführenden Pfarrerinnen und Pfarrer oder vielleicht auch jemand, der dann berufsgruppenübergreifend auf so einer Stelle eingesetzt ist, da auch dann den Vorsitz dann da auch gewählt würden. Aber würden wir uns da nicht doch das ein oder andere erleichtern? Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Herr Wilmer. Das Wort hat Frau Amtmann. Ja, danke schön. Viel wurde jetzt schon gesagt vom Herrn Wilmer und vom Herrn Bubmann. Ich bitte nur auch wirklich darum, den Suppenteller der Kirche ein bisschen zu öffnen und den Blick zu weiten auf das, was wirklich noch an Gaben an Menschen in der Gemeinde, im Dekanat da ist. Ich glaube, dass wir jede Chance ergreifen müssen. Dann das Zweite ist auch keine Frage, sondern eine Bitte. Ich habe Herr Reimers jetzt interessiert gelauscht, gerade was so Pfarramtsführung anging, über Gemeindegrenzen hinaus. Das klingt für mich auf dem Papier alles ganz wunderbar. Wenn ich an unsere ländliche Struktur denke und auch an die Gespräche zurückdenke, die ich geführt habe mit Pfarrern, stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, weil wir hier in ganz andere Denkstrukturen müssen, weil es ja auch, wie formuliert es jetzt diplomatisch, verschiedene Auffassungen in Beziehungen zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern gibt. Also da bitte ich einfach um gute Begleitung, um gute Konzepte der Begleitung und der Beratung, dass das einfach gut umgesetzt werden kann, man einfach viel die Chancen sieht, die sich darin bieten und nicht nur den eigenen Kirchturm sieht und was ich vielleicht nicht abgeben kann als Pfarrerin, als Pfarrer, weil ich nun mal in der eigenen Gemeinde bin und es für mich in anderen Gemeinden schwierig wird. Dankeschön, Frau Amtmann. Das Wort hat Herr Professor Thomas Popp.
Ja, vielen Dank. Mein Votum schließt sich vor allem an Peter Mann an und an den Satz zu Artikel 3. Eine Statusänderung bzw. vergütungsrelevante Aufgabenänderung tritt durch einen berufsgruppenübergreifenden Einsatz demnach nicht ein. Und da bitte ich noch einmal sozusagen auch die Stellungnahme der KBV, die uns ja vorliegt, der Kirchenbeamten- und Diakoninnenvertretung, zu beherzigen, wo es eben bei der berufsgruppenübergreifenden Einsatzmöglichkeit auf einer Pfarrstelle zu prüfen gilt, dass bei entsprechendem Stellenprofil und bei entsprechender Qualifizierung dann eben auch über entsprechende monetäre Gerechtigkeit nachgedacht wird. An der Stelle noch mal ein Verweis auf den Ausschusstag, wo ja die komplexen Reformprozesse unserer Kirche noch mal sehr schön anschaulich wurden. Einer dieser Prozesse ist ja die Weitergabe des Evangeliums an die nächste Generation. Und das geschieht ja ganz stark durch ehrenamtliche Mitarbeitende und auch durch unterschiedlichste theologisch-pädagogische Berufsgruppen. Ich kann jetzt nur für die Diakoninnenausbildung sprechen, die ich zusammen mit Professor Diakon Johannes Heffner leite. Viele kommen zu uns in die Ausbildung, weil sie eben überzeugende DiakonInnen in der Jugendarbeit kennenlernen. Und dazu braucht es eben auch genauso wie bei ReligionspädagogInnen attraktive Berufsbilder und bei entsprechender Qualifizierung eben dann eben auch eine angemessene Bezahlung. Und insofern nochmal der Hinweis auf die Stellungnahme der KBV, die diesen Aspekt nochmal unterstreicht. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Bob. Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen und schlage vor, sofern Sie nichts dagegen haben, dass wir die Rednerliste dann schließen. Ich darf das nächste Wort, ja, ich freue mich, meiner heimischen Dekanin das Wort erteilen zu dürfen. Bertil Sachs. Lieber Walter, vielen Dank. Ich denke, in dem Erprobungsgesetz sind ein paar ganz wichtige erste Schritte drin und verwirklicht. Gerade die beiden Dinge, die jetzt ein bisschen näher erläutert wurden, mit den berufsübergreifenden Besetzungen und den funktionalen Sprengeln. Aber wenn ich das umsetzen und nutzen will im Dekanatsbezirk und ernst nehme, dann braucht es da sehr bald weitere Schritte. Ich will es kurz verdeutlichen. Zum Beispiel die Möglichkeit mit den funktionalen Sprengeln, die bietet ja die Chance, wirklich sehr qualitativ attraktive und effektive Stellen zu bilden. Zum Beispiel ein Diakon in der Altenheimseelsorge. Das bringt aber nur was, wenn der natürlich dann auch Beerdigungen machen kann. Oder eine Religionspädagogin, die Familienarbeit macht. Da würde ich mir wünschen, dass die auch dann die Möglichkeit und das Recht hat, Taufen durchzuführen, weil sie natürlich dann den Kontakt hat zu den Familien, wo die Taufanfragen sind. Also ich finde, es ist ein guter erster Schritt, aber er muss schnell weitergehen, damit es praktikabel wird und damit es sozusagen auch die Chancen, die drin stehen, wirklich entfalten kann. Vielen Dank, liebe Frau Sachs, für die Hinweise. Abschließend kommt jetzt Frau Stratner dran. Bitte, Christine. Ja, ich will einfach jetzt mal nur noch ganz positiv und frohgemut sagen, ich bin sehr dankbar über dieses Erprobungsgesetz, dass viele Fragen und viele Experimentierräume, die wir bei uns ausprobieren, ein bisschen in die richtige Richtung schickt. Also funktionaler Sprengel, Zusammenarbeit, Kooperation über Dekanate hinweg, multiprofessionelle Teams. Klar, mit allem rechtlichen Nachklappen, also RELPADs, Diakonen, Diakoninnen, Bezahlungen, Gerechtigkeit, all diese Themen sind da. Aber es ist die richtige Richtung. Danke. Ja, das ist ja ein perfekter Aufschlag, lieber Stefan Reimers, um all die vielen aufgeworfenen Fragen jetzt beantworten zu können. Bitte schön. Ich bin aber selbstverständlich für dieses letzte Votum sehr dankbar, aber für alle anderen auch, ja, weil wir arbeiten ja miteinander. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, über verschiedenste Perspektiven zu sprechen. Ich will noch mal grundsätzlich sagen, auch ich bin der Überzeugung, dass dieses Erprobungsgesetz ein erster Schritt ist. Bei diesem ersten Schritt laufen parallel ganz viele weitere Überlegungen. Wie machen wir das mit Kasualien bei
Diakoninnen, Diakonen, Religionspädagogen, wie es eben angesprochen worden ist, die mit inhaltlichen Perspektiven verbunden sind, sodass es sich lohnt zu sagen, weil die Beziehungen da sind, nimmt man das auch mit hinein in die Aufgaben. Wie machen wir das mit einer Weiterqualifikation in diesem Bereich? Was bedeutet das dann möglicherweise für Zulagensysteme oder Ähnliches? Wir arbeiten parallel an all diesen Geschichten im Moment weiter und stellen dazu unsere Überlegungen an, um so schnell wie möglich auch Perspektiven auf den Tisch zu legen, auch im Gespräch miteinander der Berufsgruppen, auch im Gespräch mit zwischen Landeskirchenrat und Landessynode. Das ist alles nicht ganz einfach. Das sind nicht nur rechtlich komplizierte Dinge. Da müssen Strukturen aufgebaut werden, um bestimmte Qualifikationswege zu machen. Das läuft alles. Und wir sind an diesen Themen dran, nur um das zu sagen. Wir machen jetzt auch nicht, bringen nicht dieses Gesetz ein und sagen dann, damit ist es für uns erstmal erledigt, es läuft. Und Frau Sachs hat recht, wir müssen relativ schnell da in die Puschen kommen, damit dann das, was wir jetzt mit diesen gesetzlichen Regelungen grundlegen, auch erlebbar und erfahrbar wird. Und erst dadurch wird sich dann zeigen, dass das auch gelingt. Grundsätzlich gilt aber auch, es ist personalpolitisch für mich schon auch ein Kern zu sagen, wir haben unterschiedliche Berufsgruppen mit unterschiedlichen Qualifikationen. Wir haben auch ganz verschiedene Menschen, die sich bewusst für bestimmte Berufsbilder entscheiden. Und das Letzte, was ich will, ist irgendwie diese Vielfältigkeit von Zugängen und von Qualifikationswegen in unserer Kirche aufzugeben. Es ist gerade die Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven und Qualifikationen, die dann das Multiprofessionelle innerhalb der Teams auch ausmacht. Und das möchte ich unbedingt bewahrt wissen. Deshalb geht es nicht darum, dass jemand, der einen Einsatz auf einer Pfarrstelle hat, aber Diakon oder Religionspädagogin ist, automatisch mit diesem Einsatz auf einer Pfarrstelle zum Pfarrer oder zur Pfarrerin wird und diese Aufgaben übernimmt, sondern wenn eine Gemeinde oder eine Region sich entscheidet, eine solche Stelle mit einem berufsgruppenübergreifenden Einsatz zu versehen, dann muss auch klar sein, wir suchen jemanden, der ganz genau diese Aufgaben für uns erfüllen kann, die auch zu diesem Berufsbild passen. Das bedeutet auf allen Seiten eine große Sorgfalt im Umgang mit diesem Instrument. Und ich glaube, das werden wir auch in Beratungsprozessen und in der Begleitung gut hinkriegen, das gut umsetzen zu können. In ländlichen Regionen, oder müssen wir nicht ländlich sagen, in vielen Regionen werden bestimmte Themen wie zum Beispiel die Pfarramtsführung nicht die Rolle spielen, weil zum Beispiel Kirchengemeinden oder Einrichtungen zu weit auseinander liegen. In anderen spielt das aber eine ganz große Rolle, weil Kirchengemeinden sehr nah beieinander liegen, teilweise ineinander übergehen. Warum muss eigentlich dort, wo das auch anders gelöst werden könnte, müssen mehrere Leute sich mit denselben Themen beschäftigen, die auch einer für alle machen könnte, um dann mehr Kraft bei den anderen für andere Themen freizuhalten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wiederum nochmal klar gesagt, das ist eine Ermöglichung, die wir dort machen. Und das wollen wir ausprobieren. Wie ist das mit der Qualität von Mitgliedern des Kirchenvorstands? Da sprechen Sie eine Frage an, die tatsächlich jetzt auch überprüft werden muss. Wie gelingt denn das? Ich glaube, wir müssen da tatsächlich dann noch mal drüber nachdenken, wenn wir diese Möglichkeit jetzt eröffnen. Wie bewährt sich denn das mit ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitgliedschaft im Kirchenvorstand? Wenn wir diesen funktionalen Sprengel denken mit Pfarramtsführung, die grenzübergreifend sozusagen geregelt werden muss, berühren wir so grundlegende Themen wie das Stimmrecht im Kirchenvorstand, wie das Thema, dass man natürlich bei übergreifenden Situationen auch miteinander Rechte und Pflichten stärker teilt als bisher, dass wir es jetzt nicht wagen, mit so einem Entwurf noch weiter zu gehen, sondern da sehr darauf angewiesen sind, dass die Regionen, Kirchengemeinden, Dekanatsbezirke, in denen das ausprobiert wird, uns sehr deutlich Rückmeldungen geben, was müssen wir denn rechtlich noch verändern, damit dieses Modell noch besser gespielt werden kann als bisher. Also das ist für mich so ein Punkt, da müssen wir unbedingt intensiv drüber nachdenken und evaluieren. Aber es ist ein Anfang gemacht, um es überhaupt ausprobieren zu können.
Dass wir über die Berufsgruppen, die ich jetzt genannt habe, vorhin noch mal hinausgehen müssen, war auch der Ansatzpunkt, mit dem ich hier ins Landeskirchenamt gekommen bin, weil ich nämlich Herrn Grünwald gesagt habe, also ich brauche die Möglichkeit, auch auf Zeit, auf Stellen der Landeskirche zum Beispiel einen Architekten einzusetzen oder Ähnliches. Je nachdem, was für Herausforderungen in der Region gerade da sind. Das wurde mir in meiner eigenen Abteilung sofort genommen, diese Überlegung, weil ganz klar war, dass wir es hier mit Stellen zu tun haben, die landeskirchliche Anstellungssysteme haben, in denen wir auch absichern müssen, dass die Berufsgruppen, die wir inhaltlich gestaltend auf diesen Stellen einsetzen, auch immer genug Stellen zur Verfügung haben, um auch tatsächlich ihren Beruf bei uns ausüben zu können. Wenn wir da richtig öffnen und sozusagen das in den Regionen überlassen, zu sagen, wir brauchen jetzt hier eine Journalistin und dort einen Immobilienmanager und was auch immer an Möglichkeiten man sich sinnvoll überlegen kann, dann würde das richtig schwierig werden, das System zu halten. Da müssen wir also nochmal andere Wege gehen. Deshalb ist ja zum Beispiel so eine Summe, die auch mit drin steht von den 15.000 Euro, die bei längeren Vakanzen an Dekanatsbezirke ausgeschüttet werden könnte, ein Beispiel dafür, dass wir zumindest Gelder bei langen Vakanzen zur Verfügung stellen wollen, um dann bestimmte inhaltliche Projekte durchzuführen. Davon kann dann auch mal ein Architekt bezahlt werden oder eine Journalistin für bestimmte Aufgaben, aber von der Logik des Stellenplans lässt es sich nicht anders erfüllen als dieses. Letzter Punkt. Ich glaube, es gibt hochgestreckte Erwartungen im Miteinander der Berufsgruppen. Das ist völlig richtig. Wir sind auf einem Weg, in dem wir ganz viel möglich machen wollen. Dazu gehört ein Qualifikationsreferat Q, das wir gerade erarbeiten, das sich mit den Fragen von Weiterqualifikationen beschäftigt. Dazu gehört die Frage von Zulagen, die für qualifiziert übernommene Aufgaben auch bezahlt werden können. Wie machen wir das eigentlich auch alles finanziell? Dazu gehört aber auch der Punkt, wie ich es eben gesagt habe, dass wir in dem Zusammenspiel all dieser Perspektiven die Berufsgruppen an sich hochschätzen und die individuelle Weiterqualifikation der Menschen, die in diesen Berufsgruppen bei uns arbeiten, auch hochschätzen. Aber in diesem Wechselspiel zwischen verschiedenen Perspektiven, die wir unbedingt halten wollen, versuchen, die nächsten Schritte zu machen. Und ich kann nur zusagen, wir sind intensiv dran, auch im Gespräch mit den Berufsgruppen. Und dieses Erprobungsgesetz ist sicher nicht das letzte an Schlussfolgerungen daraus, was wir Ihnen vorlegen. Aber ein erster wichtiger Schritt. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Oberkirchenrat Reimers, für die Beantwortung der Nachfragen. Wir kommen jetzt zur Überweisung dieser Vorlage 4, Kirchengesetz zur Erprobung neuer Regelungen zur Umsetzung der Landesstellenplanung 2020. Es wird vorgeschlagen, dass hier der Rechtsausschuss federführend tätig wird, alle anderen Ausschüsse mitberatend. Wenn Sie jetzt nicht zustimmen wollen, dann müssten Sie ein Handzeichen geben, ansonsten dürfen Sie still sitzen bleiben. Ich sehe kein Handzeichen. Damit stelle ich fest, dass die Vorlage einstimmig so überwiesen ist. Ja, lieber Stefan Reimers, wir kommen dann zur Vorlage 5, Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Also er hat heute schon einen Mammut-Tag zu bestehen. Und das, was er heute und in den letzten Monaten und vor allem auch in den letzten Tagen zu leisten hatte, war enorm. Und wir können da einfach nur den Hut ziehen. Wir können Danke sagen. Und wir wissen, dass die Personalfragen bei dir in bester Hand sind. Vielen herzlichen Dank und nochmal Lob an dich. Ich danke ganz herzlich und ich freue mich aber auch, dass wir so viele Schritte, die ja letztlich alle auch irgendwie miteinander zusammenhängen, heute Ihnen vorstellen können. Vielen Dank für die Möglichkeit dazu. Ja, Hohe Synode, jetzt stelle ich Ihnen abschließend dieses Gesetz vor, ein sogenanntes Artikelgesetz, mit dem verschiedene Gesetze gleichzeitig geändert werden. Einige der Themen will ich nur ganz kurz
anspielen. Eine der Änderungen in diesem Artikelgesetz betrifft die stellvertretenden Dekaninnen und Dekane, die einen ganz wertvollen Dienst vor Ort und auf Leitungsebene in den Dekanatsbezirken leisten. Diese Funktion wird in Zeiten großer Veränderungs- und Umgestaltungsdynamiken noch einmal wichtiger, als sie bisher gewesen ist. Bewusst haben wir in dieser Landesstellenplanung die Leitungsanteile auf mittlerer Ebene nicht verändert, weil wir genau die Prozesse unterstützen wollen, die durch Landesstellenplanung, PUC, Miteinander der Berufsgruppen und all die anderen Perspektive nötig werden. Durch die Ausweitung der Möglichkeit, eine nicht ruhegehaltfähige Zulage für stellvertretende Dekaninnen und Dekane zu gewähren, unterstützen wir das Denken und Agieren in gut abgestimmten und einander stützenden Leitungsstrukturen und Leitungsgruppen. Dadurch, dass diese Zulage nicht ruhegehaltfähig ist, stützen wir gleichzeitig die Perspektive, während der Zeit einer besonderen Verantwortung angemessen dafür honoriert zu werden, ohne gleichzeitig zusätzliche Ansprüche bei der Versorgung aufzubauen. Ein zweiter Punkt: Als Gliedkirche der EKD müssen wir immer wieder Rechtsanpassungen vornehmen, wenn sich auf EKD-Ebene Rechtsänderungen ergeben. Dies gilt hier für die Regelungen zum Hinausschieben des Ruhestandseintritts über die Regelaltersgrenzen hinaus, die sich zum 1. Januar 2020 verändert hatten. Im Einzelnen werden Regelungen zum Hinausschieben des Ruhestandseintritts, zur Wiederverwendung nach schon begonnenem Ruhestand, zum Dienst im Ruhestand für Pfarrerinnen und Pfarrer bzw. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte gesetzlich normiert. Die Anpassungen für die ELKB des EKD-Rechtes nehmen wir unter Berücksichtigung unserer Besonderheiten auf, so wie alle Landeskirchen das auch tun. Deshalb hat das Hinausschieben des Ruhestands auch bei uns unbegrenzte Gültigkeit, erfordert aber umfängliche einzelne Rechtsänderungen. Die Wiederverwendung nach schon begonnenem Ruhestand übernehmen wir bei uns nicht, da damit ein unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand verbunden ist. Deutlich eingegrenzte Dienste von Ruhestandspfarrerinnen und Pfarrern sind allerdings jetzt schon gang und gäbe und werden natürlich wie bisher weitergeführt. Ein dritter Punkt: Die Altersgrenze für den Antragsruhestand ohne Vorliegen von besonderen Gründen, also weil ich in den Ruhestand gehen will, wird vom 63. auf das vollendete 64. Lebensjahr heraufgesetzt. Damit gleichen wir uns hier der schon seit 2015 geltenden Regelung im Freistaat Bayern an und werden damit, ohne eine besondere Härte an den Tag zu legen, dem Bedürfnis, als Dienstgeberin gerecht Mitarbeitende im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis so lange wie möglich auch im aktiven Dienst zu halten. Angesichts der Personalprognosen und der Vergleichbarkeit mit den Regelungen des Freistaats ist dies ein aus unserer Sicht logischer und gut vertretbarer Schritt. Schließlich wird eine Gerechtigkeitslücke geschlossen für Diakoninnen und Diakone bzw. Religionspädagoginnen und Religionspädagogen, die nach erfolgreich absolvierter Pfarrverwalterausbildung in ein Amt als Pfarrverwalterin bzw. Pfarrverwalter wechseln, wird gesichert, dass sie im neuen Amt nicht weniger Grundgehalt bekommen, als sie in ihrem vorhergehenden Dienst erhalten haben. Dies ist ein wichtiger Schritt, um nicht gleich durch die Gefahr im Einkommen zu große Einschränkungen zu erfahren, die Pfarrverwalterausbildung für hochmotivierte und sehr gut geeignete Personen aus langfristigen finanziellen Erwägungen unmöglich zu machen und damit aus meiner Sicht ein kleiner Beitrag auch wieder zu motivierenden Regelungen. Wir bitten Sie auch zu diesem Artikelgesetz um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Reimers, für die Einbringung dieses Kirchengesetzes. Jetzt geht wieder die Frage an das Plenum, ob jemand von Ihnen eine Nachfrage hat. Das sehe ich jetzt nicht. Es besteht ja die Möglichkeit, dann in der ersten und zweiten Lesung bzw. in den Ausschüssen sich noch einmal ausführlich damit auseinanderzusetzen. Es wird vorgeschlagen, dass die Vorlage 5 Kirchengesetz
zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften verwiesen wird, überwiesen wird, federführend an den Rechtsausschuss und mitberatend an den Organisationsausschuss. Gibt es weitere Beratungswünsche? Das sehe ich nicht. Dann bitte ich Sie, sofern Sie dem zustimmen können, nichts zu tun. Wenn Sie dem nicht zustimmen können, bitte ich um ein Handzeichen. Ich sehe kein Handzeichen. Damit stelle ich fest, dass dieses Kirchengesetz so überwiesen worden ist an den Rechtsausschuss und mitberatend an den Organisationsausschuss. Aber jetzt, Stefan Reimers, einen schönen Abend und ich hoffe, dass die Arbeitskreise dich nicht zu sehr noch beanspruchen heute Abend und dann gute Beratungen und gutes Gelingen in den nächsten Tagen. Herzlichen Dank nochmal. Ich danke für alles Zuhören und alle Offenheit. Vielen Dank. Gerne. Herzlichen Dank auch an Herrn Kirchenrat Frühwald und an Herrn Kirchenrat Funk, bitte. Ja, das muss man Vielen so Dank. Sagen. Es ist immer ein Team, das dahinter steht. Ne? Gut. Ja, wir sind dann soweit durch, dass wir mit Freude uns auf die Andacht vorbereiten können, die uns heute aus dem Kirchenkreis Regensburg unsere Konsynodale Anna Heinrich halten wird. Liebe Anna, du hast das Wort. Gerade noch aufwendig Vorlagen diskutieren und jetzt schon die Andacht halten. Ich hoffe, ich bin mittlerweile Co-Host, damit ich meinen Bildschirm teilen kann. Ich probiere das einfach gleich mal. Das schaut schon mal gut aus, oder? Sie sehen alle einen grünen Strich, einen grünen Hintergrund mit einem weißen Strich. Thomas Popp müsste mal nicken, weil es der einzige, den ich gerade sehe. Grüner Bildschirm, weißer Strich. Wir können es gut sehen. Es freut mich, dass ich euch heute ein bisschen mitnehmen darf. Ich kann gleich mal sagen, wir haben ja schon ein bisschen überzogen, aber sobald ich mit meinem Vorgeplänkel fertig bin, dauert die Andacht genau 10 Minuten und 54 Sekunden. Da läuft nämlich im Hintergrund ein Video zu dem, was ich sage. Somit kann ich mich da nicht mehr verzetteln. Ich würde euch gerne kurz reinnehmen mit in das Thema, warum ich die Andacht heute so gestalte, wie ich sie gestalte oder mir überlegt habe, dass ich das gerne so machen wollen würde. Wir haben heute auch im Bischofsbericht ja schon uns auch übers Beten ausgetauscht, übers gemeinschaftliche Beten, Gebet mit internationalen Geschwistern. Glaube in verletzlichen Zeiten, das hatte ich zumindest das Gefühl oder habe auch das Gefühl, in der öffentlichen Diskussion ist für viele Beten da immer ein riesiges Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bete schon mit, wenn ich im Gottesdienst bin oder wenn am Ende einer Sitzung das Vaterunser gebetet wird oder sonst irgendwas, aber ich habe eigentlich irgendwie noch nie so einen richtigen Zugang zum Gebet gehabt und vor allem keinen persönlichen Zugang für mich. Ich bin vor ein paar Wochen dann über eine gute Bekannte auf das ökumenische Stundengebet oder eine Art des ökumenischen Stundengebets auf lichtteilchen.com gestoßen. Ich glaube, eigentlich ist es ein ganz klassisches Stundengebet, morgen, mittags, abends, nachts, aber schön aufbereitet auf der Homepage und es hat mir irgendwie einen Raum gegeben, mich da zwar nicht jeden Tag, zu jeder Uhrzeit, aber immer mal wieder dran lang zu hangeln, wenn ich ein bisschen Pause gebraucht habe. Weiter stehe ich irgendwie so ein bisschen auf elektronische Musik und auch ruhigere elektronische Musik. Das ist Musik, die mich oft auch im Nachdenken irgendwie gut begleitet. Und da möchte ich euch die nächsten 10 Minuten und 54 Sekunden gerne mal mit reinnehmen in ein Stundengebet, angelehnt an lichtteilchen.com, mit Musik, die mich im Denken begleitet, eine kleine Visualisierung der Musik, die vielleicht manche an so einen Windows Media Player von 1995 erinnert. Aber ich finde, da kann man sich auch immer richtig gut drauf konzentrieren. Es werden Texte eingeblendet sein, die ihr gerne mitbeten könnt. Wir werden irgendwann auch mit einem Vaterunser schließen. Lasst euch da ein bisschen drauf ein, lasst euch vom Beat treiben, macht es euch bequem. Ich würde euch empfehlen, macht den geteilten Bildschirm groß, mich ganz klein. Ich mache auch gleich meine Kamera aus. Das Einzige, was ihr so ein bisschen braucht, ist meine Stimme, nicht mein Gesicht. Und dann hoffe ich, dass das dem einen oder anderen auch irgendwas gibt, was mir in den letzten Wochen so viel gegeben hat. So, jetzt muss ich einmal meine Kamera auskriegen.
Es wird Abend und so schauen wir auf dich, Gott. Wenn wir uns jetzt diesen Tag ansehen, schauen wir auf dich, Gott. Auf der Suche nach Hoffnung für morgen, schauen wir auf dich, Gott. Liebender Vater, für die Dinge, die uns heute Freude gemacht haben, danken wir dir. Herr, der gesund macht, für die Dinge, die uns heute Schmerz und Kummer gebracht haben, bitten wir um Frieden und Heilung. Geist des Lebens, am Ende dieses Tages, gib uns Ruhe und Erholung. Herr, lass uns den vergangenen Tag und die angebrochene Woche eine gute Gelegenheit sein, die zu lieben, die uns begegnen, so wie du uns zuerst geliebt hast. Wir danken dir und loben dich an diesem Abend. Wir legen unser Leben in deine Hände. Amen.
mein Leben in Gottes Hand, Psalm 31. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht. Lass mich nicht scheitern, zu keiner Zeit. Rette mich, du bist doch gerecht. Hab ein offenes Ohr für mich und hilf mir schnell. Sei für mich ein Fels, ein Versteck, eine feste Burg, in die ich mich retten kann. Ja, du bist mein Fels und meine Burg. Zeig mir den Weg und führe mich. Dafür stehst du mit deinem Namen ein. Lass mich dem Fangnetz entkommen, das sie heimlich für mich ausgelegt haben. Denn du bist meine Zuflucht. In deine Hand lege ich mein Leben. Gewiss wirst du mich befreien, Herr. Du bist doch ein treuer Gott. Vater im Himmel, wir bitten dich darum, dass deine Nähe auf der ganzen Welt spürbar wird. Gerade dann, wenn jetzt die Tage kommen und wenn wir sie kommen und gehen sehen. Und dass deine Menschen gestärkt vom Glauben wissen, dass du ihnen nahe bist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles Lob dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn dieser Tag nun ein Ende findet, sei uns nah. Amen.
Herzlichen Dank, Anna, für die Andacht. Ist an. Vielen Dank, Anna, für die Andacht. Nach einem langen Arbeitstag haben wir jetzt eine Pause für das Abendessen und um 19 Uhr treffen sich die Arbeitskreise. Wir sind durch unser Programm etwas verzögert gekommen, haben 10 Minuten Nachlauf. Ich empfehle den Sprechern und Sprecherinnen der Arbeitskreise eventuell die Abendessenspause um 10 Minuten zu verlängern. Das könnte man jetzt noch im Chat angeben. Und im Anschluss an die Treffen der Arbeitskreise können wir uns wieder treffen in gemütlichen Beisammensein. Das sind die Ansagen für die Mitglieder der Landessynode, die jetzt noch einen Abend vor sich haben. Da kommt noch ein bisschen was, denn die Landessynode trifft sich jetzt in ihren Arbeitskreisen. Das sind die drei Gruppierungen innerhalb der Landessynode, die jetzt noch weiter beraten werden. Und danach gibt es für die ganz Unermüdlichen noch die Möglichkeit, sich ein bisschen noch im Chat zu treffen und in den Breakout Rooms. Wir beenden unseren Livestream für heute Abend. Die Anna hat eine wunderschöne Andacht gehalten und wenn Sie sich dafür mehr interessieren, dann finden Sie alles unter lichtteilchen.com, ein Projekt von Maria Hermanns. Wir sind morgen früh wieder für Sie da, um 9 Uhr, mit dem theologischen Thementag der Synode, Glaube in verletzlicher Zeit. Da geht es ein bisschen ans Eingemachte, an das, was der Glaube in den letzten 12 Monaten so durchgemacht hat, in uns und mit uns. Da wurde ja vieles auf den Kopf gestellt, auch in unserer Beziehung zu Gott. Ab morgen 9 Uhr diskutiert die Synode darüber und wir nehmen sie mit thematisch in diesen Tag. Wir werden in der Früh nur eine Stunde streamen und dann ein bisschen Aktion auf Instagram veranstalten. Freuen Sie sich drauf und danach den Abschluss mit 2 Referaten am Nachmittag. In diesem Sinne eine gute Nacht und bis morgen um 9 Uhr.